18. Die Bundestagsvizepräsidentin Edegard Buhlmann hat jetzt gerade den nächsten Debattenpunkt aufgerufen. Da soll es um die Wohnungsnot in Hochschulstädten gehen. Wir hatten ja gerade vor gut 2 Wochen Semesterbeginn an den Hochschulen und deswegen das heute Thema. Die Linke hat einen Antrag dazu vorgelegt und es spricht jetzt für die Linksfraktion Nicole Gohlke. Und das ist dieser Tage noch schwieriger, als den gewünschten Studienplatz zu bekommen. Denn gerade in den Hochschulstädten ist die Lage am Wohnungsmarkt wirklich über die Maßen angespannt. Ich selber komme aus München und ich kann Ihnen sagen, für die 18.000 Studienanfängerinnen und Studienanfänger dort ist die Situation wirklich prekär. 13,40 Euro kostet der Quadratmeter hier durchschnittlich. Für ein WG-Zimmer bezahlt man um die 500 Euro. Jetzt ist München ja bekanntermaßen der Spitzenreiter in dieser Entwicklung. Wir reden hier von einer Stadt, die sich fast nur noch Berufsgruppen wie Börsenmakler und Steuerberater leisten können. Aber die Situation sieht in anderen Hochschulstädten leider kaum anders aus. Aus der letzten Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks wissen wir, dass Studierende in Städten wie Hamburg, wie Köln, wie Frankfurt im Schnitt 350 Euro hinblättern müssen. Und der Durchschnitt für alle Hochschulstädte liegt immer noch bei stolzen 298 Euro. Und diese Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2012. Und wir alle wissen, wie schnell die Mieten seitdem schon wieder angestiegen sind. Dass die Bundesregierung da offenbar gar keinen Handlungsbedarf sieht, ist wirklich ein starkes Stück. In dem vorliegenden Antrag der Linken schlagen wir ein ganzes Bündel an Maßnahmen vor, mit dem wir die Situation für Studierende und für Mieterinnen und Mieter allgemein verbessern wollen. Denn man muss doch beides zusammen angehen, auch damit eine Sache nicht passiert, nämlich dass die Studierenden, die ja relativ oft umziehen, weil sie zum Beispiel für den Wechsel zum Masterstudium wieder in eine neue Stadt müssen, damit diese Gruppe nicht auch noch gewissermaßen zum Brandbeschleuniger für den allgemeinen Mietmarkt wird, weil Vermieter die Situation ausnutzen und bei jeder Neuvermietung die Miete noch mal erhöhen. Und da muss ich jetzt an die Adresse der Regierung sagen, dass sie vor Stolz fast platzen, weil sie die Wohnkostenpauschale im BAföG zum Herbst 2016, also erst in 2 Jahren, auf gerade mal 250 Euro anheben wollen. Das ist für diejenigen, die gerade davon ihre Miete bezahlen sollen, wirklich ein schlechter Witz. Nochmal zum Mitschreiben. Wenn man 2012, also vor 2 Jahren, zum Studieren in München oder Köln schon 350 Euro Miete zahlen musste, wie sollen denn dann 250 Euro, also 100 Euro weniger, im Jahr 2016 zum Leben ausreichen? Kolleginnen und Kollegen von der Großen Koalition, es wurde Ihnen schon mehrfach in der Debatte zum BAföG gesagt, jetzt sage ich es Ihnen hier auch noch mal. Nutzen Sie die aktuelle BAföG-Reform und erhöhen Sie die Wohnkostenpauschale zum Anfang des nächsten Jahres wenigstens auf die durchschnittlichen Mietkosten. Nächste große Baustelle, die Studierendenwohnheime. Die Wohnheimplätze mit ihren deutlich günstigeren Mieten halten nicht im Ansatz Schritt mit der steigenden Zahl der Studierenden. Jetzt Anfang Oktober haben die Studentenwerke ihre aktuellen Zahlen veröffentlicht. Nicht mal mehr 10% der Studierenden haben einen Wohnheimplatz. Zum Vergleich, Anfang der 90er Jahre lag diese Quote noch bei 15%. Und jetzt lassen Sie sich diese Zahlen mal auf der Zunge zergehen. Im Vergleich zu 1991 gibt es heute bundesweit 12.000 Wohnheimplätze weniger, aber dafür 700.000 Studierende mehr. In München stehen gerade 6.800 Studierende auf der Warteliste für einen Wohnheimplatz. Aber auch hier keine Ideen und weitestgehende Tatenlosigkeit bei der Regierung. Der Bundesbauminister der letzten Koalition, Herr Ramsauer, hatte wenigstens zu einem runden Tisch geladen. Ergebnis gab es zwar keins, aber immerhin ein runder Tisch. Von Ministerin Hendricks haben wir noch gar nichts zu diesem Thema gehört. Und dabei bräuchte es dringend eine Wohnheimoffensive für Studierende. Wir als Linke schlagen ein Bund-Länder-Programm vor, mit dem wir innerhalb der nächsten 4 Jahre 45.000 neue Wohnheimplätze in Trägerschaft der Studentenwerke fertigstellen wollen und mit dem wir perspektivisch zurückkommen wollen zu einer Versorgungsquote von 15%.
Bund und Länder sollen die Errichtungskosten, die für die Wohnheimplätze nötig sind, zu 60% bezuschussen, und der Bund soll dabei 2/3 der Kosten übernehmen. So eine öffentlich geförderte Maßnahme hätte auch enorme Entspannungseffekte auf den allgemeinen Miet- und Wohnungsmarkt. Und da wollen wir doch hin, dass die Städte für Menschen mit durchschnittlichen Einkommen, für Geringverdienende, für Studierende, dass die Städte für diese Menschen wieder bezahlbar und bewohnbar werden und nicht nur noch aus Luxuslofts, aus überteuerten Läden und Bürogebäuden bestehen. Deswegen wollen wir diese Maßnahmen zum studentischen Wohnen auch koppeln mit einer echten Mietpreisbremse und mit dem sozialen Wohnungsbau. Darauf wird meine Kollegin Karin Ley gleich noch eingehen. Kolleginnen und Kollegen, das Problem der Wohnungsnot und der steigenden Mieten, gerade in Hochschulstädten, ist eines der größten sozialen Probleme heutzutage. Mit einer Haltung nach dem Motto, der Markt wird es schon regeln, wird man weder dem Gedanken einer sozialen Stadt gerecht, noch dem Anspruch, den Hochschulausbau mit sozialer Durchlässigkeit zu verbinden. Es wird immer mehr zu einer sozialen Frage, ob man in einer Stadt wie München oder Köln oder Frankfurt überhaupt studieren kann. Und darauf muss diese Regierung eine Antwort geben. Vielen Dank. Bezahlbarer Wohnraum für Studenten. Da hat Nicole Gohlke hier die Vorschläge der Linken vorgestellt und erläutert, die in einem Antrag auch schriftlich fixiert hier vorliegen. Die nächste Rednerin kommt von der CDU-CSU-Fraktion, Silvia Jörrissen. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, der Antrag der Linken gibt uns heute Anlass, über zwei wesentliche Bereiche zu diskutieren, die unser gesellschaftliches Leben in Deutschland ausmachen: Wohnen und Bildung. Eine angemessene Versorgung mit Wohnraum gehört zweifelsohne zu den Grundbedürfnissen eines menschenwürdigen Lebens. Der vorliegende Antrag befasst sich mit dem studentischen Wohnen und stellt damit eine Querverbindung zum Bereich Bildung her. Bildung ist das Grundkapital der Gesellschaft. Bildungsinvestitionen sind Investitionen in die Zukunft unserer Gesellschaft und unseres Landes. Dafür macht sich die Union und die Große Koalition stark. Meine Damen und Herren, der Antrag der Linken geht auf ein Problem ein, das uns nicht nur bekannt ist, sondern auf das wir bereits reagieren. Lassen Sie mich auf einzelne Punkte eingehen. Die großen deutschen Städte erfahren derzeit einen Ansturm junger Menschen. Diese ziehen in die Metropolen, da sich dort gute Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeiten sowie Kultur- und Freizeitangebote konzentrieren. Bei Studierenden ist diese Entwicklung besonders deutlich. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes belief sich die Zahl der Studierenden für das vergangene Wintersemester auf insgesamt über 2,6 Millionen. Seit 2003 bedeutet dies eine Steigerung von über einem Drittel. Dies ist zuallererst eine positive Nachricht, und ich bin sehr froh darüber, dass sich so viele junge Menschen heute dafür entschließen, ein Studium aufzunehmen. Gerade im Hinblick des uns bevorstehenden Fachkräftemangels brauchen wir sehr gut ausgebildete Nachwuchskräfte. Zunächst muss festgehalten werden, dass der Zuwachs an Studenten sich keineswegs gleichmäßig auf die Universitätsstädte verteilt. Eine aktuelle Studie hat die Wohnungssituation von 81 Hochschulstädten in Deutschland verglichen und in einem Ranking dargestellt. Ja, die Studie sieht eine Verschärfung der Wohnsituation für Studierende, jedoch konzentriert auf einige Städte. Angeführt wird das Ranking von München, Hamburg und Frankfurt. Daneben werden aber auch Hochschulstädte mit wenig angespanntem Wohnungsmarkt aufgezeigt. Für mich wird daraus deutlich, dass hier nur maßgeschneiderte und zielgerichtete Lösungen wirkungsvoll sind. Darauf setzt die Regierungskoalition. Eine flächendeckende Mietpreisbremse, die die Linken fordern, wäre also keineswegs eine adäquate Maßnahme, um den Wohnungsmangel in einigen Metropolen zu bekämpfen. Wir haben gemeinsam mit der SPD eine Mietpreisbremse entwickelt, die gezielt den Druck auf den überhitzten Märkten nimmt. Sie ist ein wichtiger Beitrag dafür, dass Mieten auch für Normalverdiener bezahlbar bleiben. Mietsteigerungen von 30-40%, die in manchen Ballungsräumen teilweise zur Praxis gehörten, ist nun ein Riegel vorgeschoben. Mieten dürfen in Zukunft die ortsübliche Vergleichsmiete nur noch höchstens um 10% übersteigen. Entscheidend dabei ist,
dass dort die Länder und Kommunen verpflichtet werden, Maßnahmen zu entwickeln, die das Problem an der Ursache bekämpfen. Die Mietpreisbremse ist ein Instrument, das die Symptome lindert. Langfristig löst sie allerdings unsere Probleme nicht. Sie baut keine einzige neue Wohnung. Und der Bau neuer Wohnungen ist und bleibt das einzige Mittel, um den Wohnungsmangel in den Griff zu bekommen. Die Mietpreisbremse darf also keine Investitionsbremse sein. Und deshalb muss der Neubau ausgenommen sein. Meine Damen und Herren, wir müssen ein Klima schaffen, in dem Investitionen in den Neubau getätigt werden, und das zu bezahlbaren Preisen. In diesem Zusammenhang sollten wir auch darüber nachdenken, ob sich steuerliche Begünstigungen in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt realisieren lassen. Auf diese Weise könnten Investitionen genau dort, wo Angebot und Nachfrage weit auseinanderfallen, angeregt werden. Doch auch an anderer Stelle greift der Bund unterstützend ein. Aktuell werden die BAföG-Regelungen überarbeitet. Der Entwurf des 25. BAföG-Änderungsgesetzes sieht vor, die Bedarfssätze generell um 7% zu erhöhen. Der Wohnzuschlag wird überproportional auf 250 Euro angehoben. Damit ist ein wichtiger Schritt getan, um den gestiegenen Mietkosten Rechnung zu tragen. Meine Damen und Herren, es ist richtig, dass die Situation auf dem studentischen Wohnungsmarkt derzeit in einigen Städten sehr angespannt ist. Bund und Länder reagieren bereits. Allerdings ist es auch wichtig, die mittel- und langfristige demografische Entwicklung nicht außer Acht zu lassen. Die gestiegene Zahl der Studienanfänger ist begründet im Aussetzen der Wehrpflicht und der Einführung des achtjährigen Gymnasiums. Die Studentenzahlen werden in wenigen Jahren schon wieder rückgängig sein. Langfristige Lösungsansätze bedürfen daher auch Planungen über die mögliche Nachnutzung von Gebäuden. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken, Sie fordern in Ihrem Antrag den Bau von 100.000 zusätzlichen Wohnheimplätzen zu Kosten von 60.000 Euro pro Platz. Der Bund solle davon 60% übernehmen. Offen bleibt jedoch, woher in Zeiten der Haushaltskonsolidierung ein Betrag von 3,6 Milliarden Euro kommen soll. Meine Damen und Herren, wir leben hier nicht im Lande Wünsch dir was. Und das Allerwichtigste, das wir für die kommende Generation tun können, ist einen ausgeglichenen Haushalt ohne Neuverschuldung zu präsentieren. Nebenbei sei hierzu noch gesagt, dass Sie mit Ihrem Antrag, mit Vorschlägen über wilde Kreuz- und Quersubventionen unser föderales System aushebeln. Seit der Föderalismusreform 2006 tragen die Länder die ausschließliche Verantwortung für die soziale Wohnraumförderung und damit auch den Bau von Wohnraum für Studierende. Die Länder erhalten bis Ende 2019 518 Millionen Euro jährlich aus Kompensationsmitteln. Diese Mittel müssen jedoch auch für den vorgesehenen Zweck eingesetzt werden. Hier muss an die Verantwortung der Länder appelliert werden. Unbeschadet der Zuständigkeit der Länder sieht die Große Koalition es als ihre gesellschaftspolitische Aufgabe, einen Beitrag zur Lösung des Problems zu leisten und setzt ihre Aktivitäten zur Schaffung von zusätzlichem studentischem Wohnraum fort. Dazu hat das Bauministerium das Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen ins Leben gerufen. Im Juli fand unter der Leitung der Ministerin die erste Sitzung statt. Beteiligt sind Vertreter aller föderalen Ebenen und zahlreiche Verbände rund um das Thema Wohnen und Bauen. Damit sitzen alle beteiligten Akteure an einem Tisch. Das ist wichtig, um langfristige und zukunftssichere Lösungen zu entwickeln. Handlungsschwerpunkte sind, bezahlbare Mieten zu schaffen und eine soziale Sicherung des Wohnens zu erreichen. Eine besonders wichtige Rolle messe ich der Baukostensenkungskommission bei. Denn nur wenn das Bauen bezahlbar ist, sind es die Mieten auch. Ich setze große Hoffnungen auf das Bündnis und erwarte,
dass zügig Lösungen präsentiert und umgesetzt werden. Nur so lässt sich ein Gleichgewicht in die Schieflage bei Angebot und Nachfrage einstellen, besonders auch im Interesse der Studierenden in unserem Land. Meine Damen und Herren, Sie sehen, wir haben das Problem erkannt. Arbeiten an zielgerichteten und wirkungsvollen Maßnahmen und haben bereits vieles in die Tat umgesetzt. Dankeschön. Als nächster Redner hat der Kollege Kai Gehring das Wort. Und Kai Gehring ist der hochschulpolitische Sprecher der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin und Bildungsministerin AD, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Lust auf ein Studium ist ungebrochen. Rund 500.000 neue Studierende werden 2014 an den Hochschulen erwartet. Die meisten von ihnen starten in diesen Tagen ins Wintersemester. Wir wünschen allen Erstsemestern ein gutes und ein erfolgreiches Studium. Damit aus Anfängern auch Absolventen werden, müssen die Studienbedingungen flächendeckend verbessert werden. Studierende brauchen nicht nur einen Studienplatz, sie brauchen auch einen Platz im Hörsaal und Seminarraum, sie brauchen Bibliotheken und Mensen, Studienberatung und sie brauchen ein Dach über dem Kopf. Ein erfolgreiches Studieren braucht verlässliche soziale Infrastruktur auf dem Campus. Der Hochschulpakt von Bund und Ländern hat seit 2010 sehr viele zusätzliche Studienplätze gebracht. Ende Oktober ist hoffentlich die dritte Paktphase für die Jahre 2016 bis 2020 geeinigt. Das ist auch unerlässlich, damit studienberechtigte Hochschulen und letztlich auch Hochschulstädte klare Perspektiven haben. Statt Studienplatzmangel braucht es Chancen für alle. Mit dem Hochschulpakt allein ist der erfreuliche Studierendenboom, der übrigens auch im nächsten Jahrzehnt anhalten wird, nicht zu bewältigen, liebe Koalition. Es fehlt auch eine zügige BAföG-Erhöhung. An 4 Jahre ohne Anpassung will diese Koalition 2 weitere Nullrunden dranhängen. Diese Warteschleifen für Studierende müssen Sie stoppen. 12 Semester ohne BAföG-Erhöhung, das geht doch nicht. Und auch deshalb steht eine echte soziale Öffnung der Universitäten und Fachhochschulen noch aus. Und genau deswegen haben wir zusätzliche Hürden wie Studiengebühren in den Ländern mittlerweile flächendeckend abgeschafft. Und das war auch gut so für Bildungsgerechtigkeit. Denn wir brauchen endlich mehr soziale Vielfalt im Hörsaal. Wir brauchen breitere Zugänge zum Campus für unterrepräsentierte Gruppen und wir brauchen mehr junge Menschen, die als Erste aus ihren Familien studieren. Und dabei, meine Damen und Herren, dabei hilft auch der Ausbau sozialer Infrastruktur an den Hochschulen und in den Unistädten. Und dazu zählt eben auch das studentische Wohnen. Und hier kann und muss der Bund auch endlich einen Beitrag leisten. Nahezu alle Hochschulstädte berichten von Wohnungsknappheit und sehr langen Wartelisten bei Studierendenwohnheimen. Auf dem freien Wohnungsmarkt haben Studierende und einkommensarme Gruppen insgesamt es schwer, eine bezahlbare Bleibe zu finden. Die Bundesregierung muss deshalb endlich mit konkreten Initiativen kommen und nicht, wie meine Kollegin vorher, Hoffnung beschwören. Hier darf man nicht die Hände in den Schoß legen, sondern muss konkret werden. Für weniger als 10% aller Studierenden stehen Wohnheimplätze bundesweit zur Verfügung. Die Länder haben das Problem mittlerweile erkannt und die meisten investieren sehr fleißig in den Bau neuer Wohnheime. Beispiel Nordrhein-Westfalen. Die CDU-FDP-Vorgängerregierung unter Ministerpräsident AD Rüttgers hatte den Wohnheimbau schlicht komplett vernachlässigt. Unter Rot-Grün geht es aufwärts. 2 Wohnheimbauprogramme mit einem Gesamtvolumen von 80 Millionen Euro hat die Landesregierung Nordrhein-Westfalen auf den Weg gebracht. Über 3.000 Wohnheimplätze sind damit im Bau. Rot-Grün bringt NRW damit zurück in die Spitzengruppe der Versorgung mit Wohnheimplätzen. Nach der schwarz-gelben Rüttgers-Delle ist das auch dringend notwendig. Und das ist eine gute Nachricht für die Studierenden im Land. Zweites gutes Beispiel Baden-Württemberg.
Schon 2.200 Wohnheimplätze mehr als 2011 gibt es im Ländle. Über 1.700 Wohnheimplätze sind in Bau bzw. in Planung. Mit einer Versorgungsquote von knapp 13% ist Bavü Spitzenreiter der westdeutschen Bundesländer. Das, meine Damen und Herren, ist vorbildliches Länderhandeln. Den vielfältigen Aktivitäten der Länder steht Tatenlosigkeit der Bundesregierung gegenüber. Ein Paradebeispiel dafür sind diese runden Tische bei Ex-Bauminister Ramsauer. 2012 und 2013 haben davon mehrere stattgefunden. Außer Vorwürfen an die Länder kam es einzig und allein zu einem Prüfauftrag, nämlich dem Prüfauftrag, Studierende in alten, leerstehenden Kasernen unterzubringen. Gehört hat man davon aber eigentlich nichts mehr. Kreative Kommunen haben das sowieso unlängst getan. Wir sagen, Studierende brauchen ein Dach über dem Kopf, keine Inszenierung von Aktionismus, keine neuen runden Tische, sondern endlich Lösungen. Nichts tun ist also keine Option, liebe Koalition. Daher sind wir auch sehr gespannt auf neue, frische Initiativen von Bundesbauministerin Hendricks. Und insofern greift der Antrag der Linksfraktion natürlich auch ein wichtiges Thema auf, weist auch in die richtige Richtung, auch wenn wir in einzelnen Punkten nicht mitgehen können. Studentenbuden sind, meine Damen und Herren, in Leipzig, Görlitz, Hamburg, München sehr unterschiedlich teuer. Und deswegen haben wir als Grüne in der vergangenen Sitzungswoche beantragt, die regional unterschiedlichen Mietstufen des Wohngeldgesetzes im BAföG zu verankern. Das wäre deutlich zielgenauer und gerechter als die derzeitige bundeseinheitliche und viel zu niedrige Pauschalierung, also zurück zur regionalen Staffelung. Das wäre gerechter. Wir haben auch in der letzten Wahlperiode ergänzend zum Hochschulpakt einen Aktionsplan für studentisches Wohnen vorgeschlagen, damit Studierende nicht nur einen Studienplatz, sondern auch Wohnraum vorfinden. Und dazu gehört natürlich auch, Zwischennutzungen von Bundesliegenschaften endlich zu erleichtern. Anstatt ungenutzte und leerstehende Gebäude des Bundes an private Investoren zu verkaufen, die dort zum Beispiel teure Eigentumswohnungen hochziehen, sollten diese Gebäude für günstiges studentisches Wohnen geöffnet werden. Der Bund muss also endlich von seiner Zuschauertribüne runterkommen. Studentische Wohnungsnot müssen Bund und Ländern gemeinsam überwinden helfen. Wir warten auf Ihre Initiativen. Wir haben viele Ideen. Es braucht jetzt einen Vorstoß der Bundesbauministerin zusammen mit der Bundeswissenschaftsministerin. Darauf warten und hoffen wir und machen weiter Druck, denn studentisches Wohnen muss bezahlbar bleiben. Das sagt Kai Gehring für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, der hochschulpolitische Sprecher. Und ihm folgt jetzt hier am Rednerpult Michael Groß für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein wichtiges Thema in unseren Tagen, aber über die Tage der Einschreibung hinaus. Ich würde mich gerne den Wünschen anschließen, dass die jetzt beginnenden Studentinnen und Studenten ein gutes Studium durchziehen können, auch einen Abschluss erreichen. Ich selber bin betroffener Vater. Meine Tochter hat gerade in Essen eine Wohnung gefunden. Und in Essen sieht die Welt eben völlig anders aus als in München und Köln. Darauf müssen wir eingehen. In Essen findet man noch Wohnraum für 6 €. Wir haben gehört, in München sieht es eben anders aus, 14 €, in Köln ebenso. Und ich glaube, es ist nochmal wichtig, dass wir darauf auch abzielen, hier sehr genau und punktgenau Lösungen zu finden. Aufstieg durch Bildung, sozialer Aufstieg durch Bildung, ein selbstbestimmtes Leben durch Bildung, das ist das Ziel, das wir Sozialdemokraten seit mehr als 150 Jahren verfolgen. Und der Lebensalter gibt uns recht, dass das eines der wichtigsten Ziele ist. Und Wohnen wurde schon beschrieben, ist eines der wichtigen Bestandteile, Grundlagen für ein erfolgreiches System. Und Wohnen darf aus unserer Sicht nicht zu einem Luxusgut werden. Wohnen muss eben sozial eingebettet sein. Und wir wollen ein Wohnen in der sozialen Stadt. Und deswegen sehen wir auch mit sehr großen Sorgen die Entwicklung in den Großstädten, in den Hochschulstädten. Und es ist eben so, dass sich Studentinnen und Studenten gemeinsam mit anderen um den knappen Wohnraum in Konkurrenz bringen müssen. Und natürlich auch die Frage entsteht, können sie den Wohnraum noch bezahlen? Laut Statistik werden zurzeit 11.000 Studentenwohnheime gebaut oder geplant. Aber bei einer Versorgungsquote von 10% reicht das natürlich bei weitem nicht aus.
Wir wissen, dass wir alle Partner und Partnerinnen brauchen. Und deswegen sind wir Frau Hendrick sehr dankbar, dass sie sehr schnell das Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen umgesetzt hat. Und es ist eben unser Ziel, gemeinsam mit dem Ministerium hier einen runden Tisch zu schaffen, obwohl er gerade kritisiert wurde, mit allen Akteuren, vom Mieterbund bis zur Wohnungswirtschaft, um hier passgenaue Lösungen für die Städte zu finden. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir das sehr schnell mit dem Ministerium und Frau Hendricks erreichen werden. Das ist umso wichtiger, weil die Studentenzahlen ja enorm zugenommen haben. Und das begrüßen wir natürlich sehr. Waren es zur Jahrtausendwende noch ca. 1,8 Millionen, sind es heute weit mehr als 2,4 Millionen. Man muss aber auch genau darauf achten, ein Viertel oder ein Drittel der Studentinnen und Studenten wohnen in den eigenen vier Wänden. Ein Viertel etwa bei den Eltern noch, ein Viertel in Wohngemeinschaften und der Rest sucht sich eben in studentischen Wohnheimen ein Zuhause. Der Bund übernimmt jetzt aktuell ein großes BAföG-Paket und wir haben eine BAföG-Novelle vor uns. Und wir haben natürlich auch in den letzten Wochen in der Bundesregierung, im Parlament sehr viel beschlossen, was mit wohnungsbaupolitischen, städtebaupolitischen und mietrechtlichen Verbesserungen zu tun hat, um die Wohnsituation zu verbessern. Wir werden die Mietpreise in bestimmten Regionen, die Länder bestimmen werden, bremsen. Davon werden ca. 5 Millionen Wohnungen nach unseren Schätzungen betroffen sein. 500.000 Menschen und darunter eben auch Studentinnen und Studenten werden davon profitieren, dass die Mietpreise nicht mehr exorbitant wachsen können. Und ich habe gerade das Lob NRW richtig gut aufgenommen. Gefällt mir auch sehr gut. Und man muss natürlich auch den Blick nach Baden-Württemberg lenken, nämlich mein Bauminister, mit dem ich heute in NRW noch mal sprechen konnte, und Nils Schmidt haben gesagt, sie werden die Mietpreisbremse natürlich genau für diese Region anwenden. Wir haben daneben als Koalition 700 Millionen Euro in die Städtebauförderung aufgenommen. Wir wollen uns insbesondere um die Frage der Energieeinsparung und der Energieeffizienz kümmern und das sehr zeitnah auch in die Beratung bringen und letztendlich auch entscheiden, weil wir eben auch wissen, dass die zweite Miete eine große Rolle spielt bei den Fragen der Wohnkosten. Ebenso wollen wir die Genossenschaften fördern. Aber wir brauchen auch starke Städte mit starken Wohnungsbaugesellschaften, die auch als Korrektiv vor Ort auftreten können. Und man darf aber auch nicht vergessen, dass wir kleine Privatvermieter brauchen und die Wohnungswirtschaft. Es wurde gerade schon angesprochen, der Staat kann das alles nicht alleine lösen. Aber ich will sehr deutlich betonen, dass die Wohnungswirtschaft hier nicht das Spielfeld sein kann für ausfallende Renditen auf dem Finanzmarkt. Das müssen wir verhindern. Wichtige Akteure bleiben die Länder und die Städte. Wir brauchen starke Städte, habe ich schon gesagt. Die Länder sind verantwortlich für die Schaffung von Wohnraum und für die soziale Wohnraumförderung. Aber ich will noch auf einen Punkt eingehen. Der Bund muss Vorbild sein. Und er muss Vorbild sein bei dem Umgang mit den eigenen Liegenschaften. Wir haben im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir verbilligt die Liegenschaften an Städte und Gemeinde abgeben wollen, um Wohnraum zu schaffen. Und wir müssen auch Vorbild sein, wie wir mit unseren Wohnungen umgehen, mit der Qualität der Wohnung und der energetischen Sanierung. Wir brauchen also alle Akteure, wir brauchen Lösungen, die passen. Wir wollen mit Menschen für Menschen bauen in einer sozialen Stadt. Herzlichen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor wir in der Debatte fortfahren, möchte ich Ihnen kurz das Ergebnis der namentlichen Abstimmung zur Kenntnis bringen. Zunächst zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Fraktion Die Linke. Das war die Unterlagen Drucksache 18/17/98, 18/23/79, 18/29/09, 18/29/16. Diesen Antrag, den Entschließungsantrag der Linken, beteiligt an der Abstimmung haben sich 577, mit Ja haben gestimmt 55, mit Nein haben gestimmt 465 und enthalten haben sich 57 Kollegen. Damit ist der Entschließungsantrag abgelehnt.
Ja, das ist ein Nachtrag aus der vorherigen Debatte. Da ging es ja um die Reform der Pflegeversicherung und noch Ausstand, nicht der Gesetzentwurf, der ist verabschiedet zur Reform der Pflegeversicherung, aber Änderungsanträge. Hier das Ergebnis für den Änderungsantrag der Linken hat Eduard Bullmann, die Bundestagsvizepräsidentin, gerade verlesen. Der ist abgelehnt. Die Linke hatte noch einmal gefordert im Nachgang zum Gesetzentwurf von der Bundesregierung doch einen Pflegebedürftigkeitsbegriff, einen neuen, jetzt endlich einzuführen und gesetzlich zu verankern. Sie haben das gesehen, das hat keine Mehrheit gefunden. Genauso ist es ergangen dem Entschließungsantrag der Grünen-Fraktion zum gleichen Thema, auch der hier abgelehnt. Jetzt aber weiter hier in der Debatte zu bezahlbaren Wohnraum für Studenten mit Jan-Marco Lucak von der CDU-CSU-Fraktion. Eines vorwegschicken, was klar sein muss, ist, dass die Union will, dass sich auch weiterhin viele junge Menschen dafür entscheiden, ein Studium zu beginnen. Die Union will, dass sich Menschen qualifizieren und damit gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Denn damit arbeiten sie sich Perspektiven für ihre Zukunft und für ein gutes Leben. Und natürlich müssen wir dafür sorgen als Politik, dass die richtigen Rahmenbedingungen dafür stehen. Studium, das darf keine unzumutbaren finanziellen Belastungen mit sich bringen. Niemand soll aus Geldmangel von einem Studium abgehalten werden, meine Damen und Herren. Und deswegen ist es auch so, dass die Bundesregierung sehr viel tut, um Studenten zu helfen. Und das ist auch etwas, was die Linke, glaube ich, auch mal zur Kenntnis nehmen kann. Ich kann es überhaupt gar nicht nachvollziehen, wenn die Kollegin Gulke hier am Anfang sagt, dass die Bundesregierung hier keinen Handlungsbedarf sehen würde. Wir tun in der Tat sehr viel. Es ist ja schon darauf hingewiesen worden. Wir haben ja gerade intensiv über das BAföG diskutiert und auch beschlossen, dass wir hier die Bedarfssätze zum Beispiel um immerhin 7% angehoben werden sollen. Der Wohnzuschlag auf 250 Euro angehoben werden. Bis zu 735 Euro sind das dann, die monatlich Studenten zur Verfügung stehen. Und es gibt ja noch viel, viel mehr, was wir da machen. Die Freibeträge für die Einkommensgrenze der Eltern heben wir deutlich an. Bis zu 110.000 Studenten mehr kommen dann in den Genuss von BAföG. Auch die Hinzuverdienstgrenzen haben wir erhöht. Den Kinderbetreuungszuschlag haben wir erhöht. Die Vermögensfreibeträge werden erhöht. Also eine ganze Menge, wo wir wirklich sagen können, der Bund, der nimmt seine Verantwortung sehr ernst und er nimmt sie auch wahr. Immerhin über 3 Milliarden Euro. Wir wollen mehr. Das Rufen nach mehr Staat, das Rufen nach mehr Geld, das ist ja so ein wiederkehrender Reflex bei den Linken. Das scheint offensichtlich bei Ihnen in der DNA Ihrer Partei so verankert zu sein. Das wird es mit uns aber in dieser Form nicht geben. Ich will nur mal ein Beispiel nehmen, was die Linke jetzt hier will. Sie haben ja in Ihren Antrag geschrieben, dass die Kompensationsmittel des Bundes für die Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau, dass das immerhin derzeit fast 700 Millionen Euro, dass das jetzt erhöht werden soll auf weitere 270 Millionen Euro. Das ist eine Steigerung von immerhin fast 40%. Ich darf Sie nur mal daran erinnern, dieses Geld, was Sie hier verteilen wollen, das muss ja auch erst mal erwirtschaftet werden, bevor es ausgegeben wird. Und da muss man schon mal sagen, wir haben hier eine Verantwortung natürlich gegenüber den Studierenden, aber wir haben auch eine Verantwortung gegenüber allen Menschen in unserem Land, gegenüber den heranwachsenden nächsten Generationen. Und dieser Verantwortung, die werden Sie mit Ihrem Ruf nach mehr Staat, nach mehr Geld und damit nach immer mehr Schulden, die blenden Sie völlig aus. Das wird es in einer unionsgeführten Bundesregierung nicht geben. Wir legen hier seit Jahrzehnten das erste Mal einen ausgeglichenen Haushalt vor. Und diese schwarze Null steht. Und damit werden wir unserer Verantwortung für die Menschen in unserem Land gerecht. Und deswegen wird an dieser schwarzen Null auch nicht gerüttelt, meine Damen und Herren. Richtig ist, die Wohnkosten, die stellen natürlich einen erheblichen Teil der Belastung für Studierende dar. Und gerade in Hochschulstädten, in Ballungszentren, dort, wo wir attraktive Universitäten haben, dort stellt das in der Tat ein Problem dar. Das ist aber nicht etwas, was uns nicht bewusst wäre. Da brauchen wir jetzt die Linken nicht, um uns darauf hinzuweisen, sondern wir tun ja ganz schön viel auch schon über das BAföG hinaus. Ich weiß nicht, ob es Ihnen entgangen ist, aber es ist ja in der Diskussion auch erwähnt worden. Wir haben ja gerade eine Mietpreisbremse durch das Kabinett gebracht, wo genau auf diese Zuspitzung in den angespannten Wohnungsmärkten und damit auch in den Universitätsstädten reagiert werden soll. Und für uns als Union, vielen Dank von Seiten der Kollegen der SPD. Für uns als Union ist auch völlig klar, dass Wohnen bezahlbar bleiben muss für Studenten, aber auch für alle anderen Menschen in unserem Land. Denn wir wollen nicht, dass Menschen aus ihren angestammten Kiezen verdrängt werden. Was uns aber unterscheidet, wir haben ganz andere Auffassungen dazu, wie wir dieses Ziel erreichen wollen. Und da muss man schon mal sagen, wenn ich mir die Wohnungsbaupolitik von den Linken und die Vorschläge hier jetzt anschaue, also
was dabei als Ergebnis rauskommt, das haben wir gesehen bis 1989. Zerfallene Wohnbestände. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, meine Damen und Herren. Ich will jedenfalls nicht dahin wieder zurück, das zu solcher Situation. Und insofern muss man schon mal sagen, diese Polemik, die Sie zum Teil auch in Ihrem Antrag hier zugrunde legen, dass Sie hier auf der einen Seite einen raffgierigen Vermieter darstellen und auf der anderen Seite den schutzlos dem Wohnungsmarkt ausgeliefenen Mietern, das trifft einfach nicht die Realität. Es kann doch nicht darum gehen, Vermieter und Mieter gegeneinander auszuspielen, sondern unser Ziel muss es doch sein, ein vernünftiges Miteinander zu erreichen. Und das haben wir in unserem Land mit wirklich ausgewogenen Regelungen in unseren mietrechtlichen Regelungen auch geschafft. Und das haben wir sichergestellt. Und mit diesem guten Mieterschutz, den wir in unserem Land haben, da brauchen wir uns vor keinem anderen Land zu verstecken. Das ist so und das wird auch in Zukunft so bleiben. Ich will zwei Punkte noch mal sagen zur Mietpreisbremse. Die haben wir jetzt ja gerade durch das Kabinett gebracht. Und da haben wir einen guten Kompromiss auch erstmal soweit gefunden. Was ich persönlich ganz wichtig finde an dieser Stelle, das haben wir immer gesagt, wenn wir danach fragen, was sind denn eigentlich die Ursachen von steigenden Mieten, dann kommt man ganz schnell dazu, dass das einzige Mittel, was wirklich nachhaltig den Mietern hilft, das ist das mehr Wohnungsneubau. So, und deswegen ist es, glaube ich, sehr, sehr gut, dass wir jetzt im Kabinettsentwurf es erreicht haben, auch auf unsere Verhandlungen hin, dass die Neubauten jetzt ausgenommen werden. Damit schaffen wir ein Signal an diejenigen, die Geld in die Hand nehmen wollen, die Wohnung neu bauen wollen und die damit dafür sorgen, dass das Angebot auf den Wohnungsmärkten verbreitert wird und damit auch die Mieten nicht mehr so stark steigen müssen, dass die auch weitere Planungssicherheit haben. Und deswegen ist es gut, dass Neubauten aus diesem Entwurf herausgenommen worden sind, meine Damen und Herren. Wir sind jetzt im parlamentarischen Verfahren. Da wird es naturgemäß immer noch Änderungen geben. Es gibt da ein paar Punkte, die mir persönlich noch wichtig sind. Da geht es zum Beispiel um die Kriterien. Was ist denn eigentlich ein angespannter Wohnungsmarkt? Was legt man da für Kriterien zugrunde? Da müssen wir uns, glaube ich, noch mal darüber unterhalten. Was sind da für Bezugsgrößen, die da genannt werden? Ist das eigentlich richtig, auf den Bundesdurchschnitt abzustellen? Wir müssen, glaube ich, auch schauen, dass das ein Instrument wird, was Rechtssicherheit schafft. Da denke ich zum Beispiel an die Frage, inwieweit können wir qualifizierte Mietspiegel heranziehen bei der Bestimmung der ortsüblichen Vergleichsmiete. Ich glaube, wir müssen uns auch noch mal Gedanken machen, was ist eigentlich, wenn Vermieter Geld in die Hand nehmen, ihre Wohnung modernisieren und ob man das nicht in irgendeiner Form widerspiegeln muss über diesen Begriff der umfassenden Modernisierung hinaus. Ich will nur sagen, wir sind da trotzdem auf einem guten Weg, viel besser als alles das, was uns die Linke hier vorschlägt. Wenn ich das jetzt nur höre, dass man jetzt Mietsteigerungen nur noch in Höhe der Inflation machen könnte. Was passiert denn, wenn wir jetzt Ihre Vorschläge umsetzen würden? Jeder Vermieter würde doch hingehen und eine indexbasierte Miete verabschieden. Das heißt, steigt die Inflation, steigt auch die Miete. Ganz automatisch. Das wäre genau das, was passieren würde, wenn wir das umsetzen würden. Jetzt muss man sich aber mal anschauen, wie hat sich denn eigentlich die Inflation im Verhältnis zu den Kaltmieten in den letzten Jahren entwickelt? In den letzten 20 Jahren ist die Inflation viel stärker gestiegen als die Kaltmieten. Das heißt, das, was Sie uns hier vorschlagen, das ist im Endeffekt sogar kontraproduktiv für die Mieter. Ich weiß nicht, da werden sich die Mieter in unserem Land wahrscheinlich bedanken für einen solchen Vorschlag, aber das ist in der Sache völliger Unsinn und deswegen werden wir das auch nicht mitmachen, meine Damen und Herren. Ich will am Schluss einen einzigen Punkt noch mal aufgreifen, der in der Tat überlegenswert auch ist in Ihrem Antrag. Sie schlagen uns nämlich vor, dass der Bund selbstverständlich auch sich überlegen muss, wie geht er denn mit seinen Liegenschaften um. Das ist die Diskussion Beamer. Wie können wir möglicherweise über die bisherigen gesetzlichen Regelungen hinaus, die wir jetzt im Beamer-Gesetz, auch in der Bundeshaushaltsordnung haben, dafür sorgen, dass bezahlbarer Wohnraum in angespannten Wohnungsmärkten auch zur Verfügung gestellt wird. Ich bin sehr dafür, dass wir hier uns dem Ziel, was die Bundesregierung ja hat, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, dass wir uns diesem Ziel stellen. Und das bedeutet dann aber auch, dass wir eine Gesamtstrategie haben müssen. Das heißt, wir müssen nicht nur über Mietpreisbremse diskutieren, wo wir ja letztlich den privaten Eigentümern Verantwortung aufbürden, sondern wir müssen auch schauen, was können wir denn als Bund tun. Und deswegen bin ich persönlich sehr dafür, auch aus meiner Perspektive hier aus Berlin, dass wir uns angucken, ob wir nicht das BIMA-Gesetz, die Bundeshaushaltsordnung anreichern müssen, um Kriterien, wo es um wohnungspolitische Gesichtspunkte geht, wo es um Stadtentwicklungsgesichtspunkte geht, die wir dann damit hineinfügen können. Das ist, glaube ich, vernünftig und richtig, dass wir dort eine Gesamtstrategie entwickeln. Aber unter dem Strich, meine Damen und Herren, darüber werden wir uns in der Koalition noch verständigen. Das, was hier die Linke uns vorschlägt, das ist kontraproduktiv für die Mieter, beseitigt die Probleme, die wir haben, in keiner Weise. Deswegen werden wir diesen Anträgen auch nicht zustimmen. Dankeschön.
Als nächster Redner in dieser Debatte hat die Kollegin Karin Ley das Wort. Karin Ley ist die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Erstmal stelle ich fest, das Problem ist nicht zu leugnen. Wer sich jetzt zu Silvesterbeginn die Zeitungen anschaut oder die Meldungen der Ersten zur Grundlage nimmt, der liest, Tausende stehen auf den Wartelisten der Wohnheime in Berlin. In anderen Städten wie in Mainz, in Greifswald, in Heidelberg, da gibt es das sogenannte Couchsurfing als wirklich tollen Start in das Studium. In manchen Städten berichten die Ersten sogar davon, dass in Turnhallen übernachtet werden muss. In Düsseldorf gibt es inzwischen die sogenannten Kellerkinder, die übernachten dann im Souterrain von Wohnheimen. Und in Göttingen hat eine Initiative sogar Zeltlager als Notunterkünfte für Erstsemester aufgestellt. Und all diese Studierenden, meine Damen und Herren, die können sich von der schwarzen Null der Koalition wirklich überhaupt nichts leisten. Und wir haben heute keine haushaltspolitische Debatte, das ist klar, aber weil hier immer wieder behauptet wurde, dass die Linke das Geld zum Fenster rausschmeißen würde und dass gar kein Geld da ist, da will ich nur sagen, ich kann es nicht mehr hören, wie hier seit Jahren und Jahrzehnten Studierenden und Rentnern gesagt wird, sie sollen den Gürtel enger schnallen. Nein, meine Damen und Herren, das Geld ist da, es sitzt nur in den falschen Händen, es sitzt bei den Vermögenden, bei den Reichen, und da wollen wir als Linke auch ran. Und es ist völlig klar, dass wir hier ein gesamtes Bündel von Maßnahmen brauchen. Allein kann ich nicht erkennen, was die Koalition, und damit brüsten Sie sich, denn so Großartiges in dieser Legislatur getan hätte. Nehmen wir die Mietpreisbremse, die ja im Übrigen noch gar nicht in diesem Parlament eingebracht wurde. Die Idee ist schön, die unterstützen wir. Nur so, wie es die Koalition jetzt plant, wird es einfach nichts werden. Es beginnt damit, dass die Umsetzung der Mietpreisbremse von den Bundesländern abhängen wird. Das heißt, die CDU-geführten Länder können sich dann einfach verweigern, die Mietpreisbremse umzusetzen. Und im Ergebnis wird die Mietpreisbremse in Städten wie München, wie Bamberg, wie Dresden und dann Leipzig nicht gelten. Das, meine Damen und Herren, kann doch wirklich nicht Ihr Ernst sein. Wir brauchen eine Mietpreisbremse, die für alle Bundesländer gilt. Und auch die Forderung 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete, das ist ja der Deckel, den Sie vorschlagen, den halte ich wirklich nicht für zielführend. Denn in der Praxis kann das bedeuten, gerade in Städten, wo die Mieten rasant angestiegen sind, wie in Hamburg, in Frankfurt, Berlin, dass dann der Nachmieter locker mal das Doppelte wie der Vormieter bezahlen muss, weil die Vergleichsmiete so stark angezogen wird. Auch das ist wirklich kein sinnvoller Deckel. Und als würde es nicht ausreichen, dass es hier schon genügend Ausnahmen und Schlupflöcher gibt, hat die Koalition dann auf den letzten Metern auf Druck der CDU auch noch die Neubauten komplett aus der Mietpreisbremse rausgenommen, selbst dort bei der Wiedervermietung von neu gebauten Wohnungen. Das, meine Damen und Herren, können wir deswegen nicht akzeptieren, weil es ist ja dann nicht nur die Wohnung in dem neu gebauten Wohnhaus teuer, sondern die Dynamik des Mietspiegels wird dazu führen, dass nach und nach deswegen auch die Miete der Oma nebenan in der alten Wohnung mit einsteigen wird, und das akzeptieren wir als Linke nicht. Meine Damen und Herren, wir brauchen eine Mietpreisbremse, aber das, was die Koalition hier vorlegen wird, verdient diesen Namen nicht. Ich bin bei Ihnen, wenn Sie sagen, es muss mehr gebaut werden, selbstverständlich. Die Frage ist nur, was soll neu gebaut werden? Ich finde, es sind wirklich sehr viele Luxuslofts und Townhouses gebaut worden. Das sehen Sie in jeder deutschen Großstadt. Wir wollen vor allen Dingen, dass für die Mittelschichten mehr gebaut wird, für die Menschen mit geringem Einkommen und dass wir endlich wieder einen Neustart im sozialen Wohnungsbau brauchen. Das ist es, wohin es hingehen muss. Und es ist ja völlig unstrittig, dass wir einen Neustart im sozialen Wohnungsbau brauchen. Wir haben hier tatsächlich eine Situation, in der der Bedarf bei weitem nicht gedeckt werden kann. 30% des Bedarfs können nur gedeckt werden an sozialen Wohnungsbau. Die Tendenz ist fallend. Die Regierung musste ja auf meine schriftlichen Anfragen zugeben, dass der Anteil der Sozialwohnungen in den letzten 10 Jahren über ein Drittel gesunken ist, meine Damen und Herren. Und daran hat bisher leider auch die Regierungsbeteiligung der SPD nichts geändert.
Ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen verwirrt, was die Koalition hier will. Von Frau Hendricks lese ich immer, auch sie will, dass mehr Sozialwohnungen gebaut werden. Die CDU sagt jetzt, na, was haben wir denn damit zu tun? Die Länder sind schuld. Da bin ich gespannt, was wir hier von der Koalition zu erwarten haben. Bisher ist ja kein einziger Cent mehr in den Bundeshaushalt eingestellt. Ich kann Sie nur warnen, verstecken Sie sich hier nicht hinter der Verantwortung der Länder. Es ist eine bundesweite Aufgabe, dafür zu sorgen, dass endlich wieder mehr Sozialwohnungen gebaut werden. Und zu guter Letzt möchte ich auch auf das Thema Beamer und öffentliche Wohnungen eingehen. Insofern vielen Dank, dass Sie es schon angesprochen haben. Es ist ja so, im Bundesbesitz befinden sich immer noch 45.000 Wohnungen und weitere Liegenschaften. Man könnte jetzt wirklich gucken, wie können wir das nutzen, um tatsächlich auch bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Stattdessen verkauft die BIMA, also die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, diese Wohnungen selbst auf angespannten Märkten zu Höchstpreisen. Wir hatten das Beispiel hier in Berlin in der Groß-Görschen-Straße. Da wollte die landeseigene GEWOBAG die Häuser zu einem fairen Preis kaufen. Wir haben den Zuschlag nicht bekommen. Eine Genossenschaft der Mieterinnen und Mieter, also der Bewohnerinnen und Wohner, wollte das Haus kaufen. Es ist auch, die haben den Zuschlag nicht bekommen, weil immer nur zu Höchstpreisen verkauft wird. Das, meine Damen und Herren, ist einfach inakzeptabel. Und deswegen finde ich es auch falsch, dass Sie jetzt letzte Woche noch im Ausschuss den Antrag der Linken abgelehnt haben, dass wir hier ein Moratorium brauchen. Das hilft wirklich den Bewohnerinnen und Wohnern überhaupt nicht weiter. Wir haben einen neuen Antrag eingebracht, wo wir sagen, wir wollen, dass das Kriterium der Gemeinwohlorientierung endlich verankert wird. Und ich bin sehr gespannt über das Schicksal dieses Antrages. Ich hoffe, Sie werden dem zustimmen. Meine Damen und Herren, Innenstädte, die nur noch aus Bürogebäuden, aus Townhouses und aus Luxuslofts bestehen, die sind nicht nur ungerecht, die sind doch langweilig. Wir als Linke wollen lebendige Innenstädte, in denen Studierende, Rentnerinnen und Rentner, junge Familien, Menschen aus allen Einkommensgruppen, vor allen Dingen mit geringem Einkommen aus den Mittelschichten leben können. Dafür stehen wir ein und deswegen bitte ich auch um Zustimmung zu unserem Antrag. Vielen Dank. Sagt Karen Ley, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken. Und jetzt als nächster Redner kommt jetzt Dirk Wiese für die SPD-Fraktion, sitzt er im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz und ist Berichterstatter für die Mietpreisbremse. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich muss Ihnen ehrlich sagen, es gibt auch manche unnötige Anträge, die tragen zur Politikverdrossenheit bei. Und das ist in Teilbereichen an dieser Stelle, was Sie hier heute vorgelegt haben, und das sage ich als Mitglied im Rechtsausschuss, das ist ein Antrag, gerade im Bereich, der auf die Mietpreisbremse zu sprechen kommt, reine Schaufensterpolitik an diesem Punkt und hat mit vernünftigen Sachen nichts zu tun. Und alleine, was Sie reingeschrieben haben, Ihren Absatz zur Bundeshaushaltsordnung, da kann ich schon sehen, dass dieser ganze Antrag nicht ernst gemeint ist und kann ich ehrlich gesagt nur mit dem Kopf schütteln. Wir machen in der Großen Koalition eine Mietpreisbremse für alle Bürgerinnen und Bürger. Und da lassen Sie mich einen Satz sagen. Ich freue mich wirklich, dass wir in den Beratungen, die wir in den letzten Wochen und Monaten gehabt haben, ganz besonders, Herr Kollege Lutschak, dass wir Sie auf den Pfad der Tugend zurückbringen konnten, so ein bisschen, dass wir Sie sozusagen vom Dr. No zum Anhänger der Mietpreisbremse machen konnten. Und das ist ein richtig guter Tag heute, dass wir Sie dahin bringen konnten. Das freut uns richtig an dieser Stelle. Und ich will noch mal. Und zu Ihrer Anmerkung kann ich ja gerade noch sagen, die Sie gerade erwähnt haben. Manchmal ist es auch gut, wir lassen das Strukturgesetz mal außer Kraft und machen das jetzt schnell auf den Weg an dieser Stelle. Aber ich glaube, die Mietpreisbremse ist richtig. Die Mietpreisbremse wird dazu führen, dass in gewissen Hotspots, die es nun mal gibt, und das ist nicht nur München, was immer an der Stelle erwähnt wird, das ist genauso Marburg, das ist sogar Münster, das sind kleine Universitätsstädte, wo wir einfach Probleme haben zu begrenzen, der bei dem Mietanstieg, bei Wiedervermietung führen werden. Und das ist gut so, dass wir das machen an dieser Stelle. Und ich will aber auch noch mal eine Sache sagen, weil das passt mir ehrlich gesagt nicht. Der Großteil der Vermieter in Deutschland, der vermietet ordentlich. Die vermieten ordentlich an ihre Mieter, die schauen nicht auf die höchstmögliche Rendite, die machen eine gute Arbeit, haben ein gutes Verhältnis zu ihren Mietern. Wir wollen sozusagen an die rangehen, die auf Wucher setzen, die die Situation schamlos ausnutzen. Und darum ist die Mietpreisbremse an dieser Stelle der absolut richtige Weg. Herr Wiese, lassen Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Ley zu. Ja, klar. Ach, Frau Ley. Ja.
Verehrter Herr Kollege, vielen Dank, dass Sie meine Zwischenfrage zulassen. Sie haben ja gesagt, wir brauchen eine Mietpreisbremse für alle Bürgerinnen und Bürger. Sie haben auch nicht abgestritten, dass in einer Stadt wie München, wie in vielen anderen Großstädten und Ballungszentren im ganzen Bundesgebiet eine angespannte Situation auf dem Wohnungsmarkt herrscht. Wie können Sie es denn dann gut finden, dass der Entwurf, der jetzt das Kabinett passiert hat, dem Bundesstaat Bayern beispielsweise ermöglicht, die Mietpreisbremse überhaupt nicht umzusetzen? Finden Sie das richtig oder hätten Sie sich hier auch eine andere Regelung gewünscht? Frau Kollegin Leier, da muss ich Ihnen leider an der Stelle widersprechen und muss Ihnen sagen, da müssen Sie den Gesetzentwurf mal ganz genau sehen. Wir geben den Ländern die Möglichkeit, in angespannten Ballungszentren die Mietpreisbremse an der Stelle umzusetzen in dieser Sitte, weil die Länder am besten beurteilen können, wie die Situation vor Ort ist. Und darum ist das an dieser Stelle völlig richtig. Und Bayern, wenn Sie das wissen, im Bereich der Änderung, der bei der Kappungsgrenze vorangegangen sind, ist an dem Beispiel schon vorangegangen. Darum kann ich Ihnen noch mal sagen, gucken Sie genau in den Referentenentwurf rein und sehen Sie es noch mal nach an der Stelle. Der zweite Punkt, den ich heute erwähnen will, und das darf man nicht sagen, ist auch, dass in vielen Städten das Problem ist, dass der Makler immer sozusagen die Maklerkosten auf den Mieter umgewälzt werden. Und darum muss man an dieser Stelle erwähnen heute, es ist ein guter Tag, dass wenn wir die Mietpreisbremse Anfang des nächsten Jahres in Gesetzesform gießen, dass auch für die Makler im Jahr 2050 endlich die soziale Marktwirtschaft einzieht. Das ist viel zu lange nicht passiert und darum sind die Änderungen im Maklerrecht absolut richtig. Der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte, ist mein Kollege Michael Groß schon darauf eingegangen. Es ist natürlich so, die Mietpreisbremse schafft keinen zusätzlichen Wohnraum. Das ist ja völlig richtig, aber das ist mit der Mietpreisbremse auch nicht beabsichtigt. Darum müssen wir gleichzeitig den Wohnungsbau stärken und darum ist es richtig, die Ausnahme der Mietpreisbremse für den Neubau zuzulassen. Und da bin ich voll auf Ihrer Seite. Das müssen wir machen, weil wir brauchen zusätzlichen Wohnungsbau. Und Herr Gehring, ich habe mich gefreut, dass Sie Nordrhein-Westfalen erwähnt haben, weil Nordrhein-Westfalen ist ein Beispiel dafür. Wir nehmen vom Bund Geld in die Hand für den sozialen Wohnungsbau. NRW-Bauminister Mike Groschek nimmt bis 2017 800 Millionen Euro jährlich in die Hand für den sozialen Wohnungsbau. Das ist Politik für die Städte in NRW, für den ländlichen Raum. Wir machen in Nordrhein-Westfalen und im Bund als SPD Politik für die Städte, für den ländlichen Raum, Stadt und Land Hand in Hand. Und darum ist es gut, dass die SPD regiert an dieser Stelle. Ich möchte aber einen Punkt am Ende noch ganz kurz ansprechen. Es ist natürlich so, dass wir auf der einen Seite die Kosten der Bürgerinnen und Bürger für die Miete haben. Wir müssen uns aber auch die Nebenkosten angucken. Die Nebenkosten sind die zweite Miete. Das ist ein Problem. Und darum müssen wir auch schauen, dass wir bei den Nebenkosten es hinbekommen, eine sogenannte Betriebskostenbremse mal drüber nachzudenken, was man in den Bereichen machen kann. Ich finde das gar nicht verkehrt, weil die Kosten an der Stelle sind für die Bürgerinnen und Bürger ebenfalls enorm. Das muss man machen. Wir machen eine echte Mietpreisbremse. Ich kann Ihnen nur sagen, stimmen Sie dem zu, wenn Sie was Gutes tun wollen für die Bürgerinnen und Bürger im Land. Ich glaube, das ist richtig. Und allen Studierenden und Studierenden kann ich nur sagen, einen guten Start ins Semester und ich hoffe, alle haben die O-Woche ganz gut überstanden. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Dirk Wiese ist das für die SPD-Fraktion, hat er hier gesprochen. Und die O-Woche, für alle, die das nicht wissen, ist die Orientierungswoche an den deutschen Universitäten, wo vor ungefähr zwei Wochen ja das Semester begonnen hat. Nächster Redner hier, Christian Kühn für die Bündnisgrünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studenten im Land. Der Staat hat in der Wissensgesellschaft eben nicht nur die Aufgabe, ein auskömmliches BAföG bereitzustellen. Ihr BAföG, das BAföG, das 2016 kommen wird, wird weniger wert sein als das BAföG 2010. Und es dauert auch noch zwei Jahre, bis es da ist. Aber der Staat hat auch die Aufgabe, eben exzellente Universitäten bereitzustellen und attraktive Studierendenplätze und ausreichend Wohnheimsplätze. Denn ich finde, Studenten haben ein Recht darauf, ein Dach über dem Kopf zu haben. Und der Problemdruck in den Universitätsstädten ist enorm. Wenn Sie sich die Zahlen anschauen, die Kluft zwischen Bestandsmieten und Neuvertragsmieten, dann sind drei Städte dort ganz in der Spitze. Und alles drei sind Universitätsstädte. Das ist Regensburg, Freiburg und Heidelberg. Und Sie haben dort Neuvertragspreismieten zum Teil über 9 Euro. Und die Abstände sind über 30% zwischen den Mieten. Das zeigt ganz klar, wir haben einen riesigen Problemdruck. Und auf diesen Wohnungsmärkten, die eh schon unter Stress stehen, konkurrieren nun Studenten mit anderen einkommensschwachen Haushalten und deswegen braucht es deutlich mehr Wohnheimsplätze in Deutschland. Und wenn Sie sich die Belegungsquote anschauen, dann liegt die heute unter 10%. Und ich finde, das ist ein Riesenskandal und hier müssten alle Alarmglocken bei den Ländern, aber auch beim Bund laut surren.
Und alle Jahre wieder haben wir das gleiche Problem. Im Herbst, wenn das Semester beginnt, kommt dieses Thema hoch und wir sind uns dann auch wieder ganz schnell einig in der Analyse, dass wir ein Problem haben und dass wir was tun müssen. Und 2012 hat Ramsauer ja dann auch einen runden Tisch einberufen, bei dem nichts rausgekommen ist. Und wenn ich nun Ihre Reden von der Großen Koalition höre, dann führen Sie nun das Bündnis für bezahlbares Wohnen an. Das ist fast immer bei allen wohnungspolitischen, bei baupolitischen Themen, wird es als Standardargument benutzt. Ich will nicht nur einen Verweis haben auf eine Plauderrunde, ich will Maßnahmen und ich will konkret von Ihnen wissen, welche Instrumente Sie ergreifen, um die Wohnungsmärkte in Deutschland zu beruhigen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken, ich finde, der Antrag beschreibt das Problem gut, aber Sie lassen mich trotzdem mit diesem Antrag auch gemeinsam in der Opposition ein bisschen ratlos zurück. Sie lassen mich deswegen ratlos zurück, weil Sie einmal aus meiner Sicht diesen Antrag wohnungspolitisch und baupolitisch nicht durchdacht haben. Ich finde, Sie machen es für eine kluge Oppositionspolitik leider der Regierung viel zu einfach, hier ausweichen zu können mit diesem Antrag. Und mir fehlt Ihre Bauexpertin Heidrun Blum heute in der Debatte. Sie hätte wohnungspolitisch dieser Debatte gut getan. Was wir brauchen, ist eine kluge Subjekt- und Objektförderung und mietrechtliche Änderungen. Aber den sehe ich leider bei der Großen Koalition und auch bei der Linken nicht. Zur Mietpreisbremse möchte ich nur sagen, monatelang angekündigt, dann verzögert und am Ende ist die Ausnahme, die Regel bei dieser Mietpreisbremse, dass Sie den Neubau rausgenommen haben, ist falsch. Und Ihr Argument, dass der Neubau nur das einzigste Instrument ist, mit dem man sozusagen sozialen Wohnraum sichern kann, ist falsch. Man kann Belegungsrechte und anderes kaufen. Aber ich sage Ihnen noch was. Es kommt nicht darauf an, dass gebaut wird. Es kommt darauf an, dass jemand baut, der auch am Ende bezahlbaren Wohnraum bereitstellt. Und dafür machen Sie sich viel zu wenig Gedanken. Und ich finde, hier muss man mehr in genossenschaftliche Strukturen denken, in kommunale Akteure denken, die wirklich bezahlbaren Wohnraum bereitstellen und Studentenwerke, die am Ende auch die Wohnheime bringen. Beim Wohngeld das Gleiche, auch davon profitieren Studierende, die nicht unter das BAföG fallen. Beim Wohngeld kürzen Sie erst, dann erhöhen Sie wieder, wollen sich dafür feiern lassen, aber gehen eigentlich die strukturellen Probleme des Wohngelds an. Ich finde, das sind Sonntagsreden oft bei Ihnen, bei Ihren Instrumenten und Lippenbekenntnisse, und hier müssen Sie deutlich mehr liefern in der Großen Koalition. Und ich weiß ja, dass auch in dieser Seite des Saals der ein oder andere vielleicht mal mit einem Konjunkturprogramm schon wieder liebäugelt. Ich kann nur eins sagen, falls Sie in dieser Großen Koalition wie bei der letzten auf die Idee kommen sollten, Konjunkturprogramme zu machen, stecken Sie das in den sozialen Wohnungsbau und bauen Sie Studentenwohnheime, anstatt Autos abzufracken. Die Situation ist dramatisch und in vielen Universitätsstädten beginnen Studierende selbst Verantwortung für den Wohnraum zu übernehmen. In meiner Heimatstadt in Tübingen gibt es eine ganze Reihe an Projekten genossenschaftlichen Wohnens, die sehr, sehr erfolgreich sind. Und ich finde es schon schade, dass es einen linken Antrag gibt zum studentischen Wohnen, in dem nicht einmal das Wort Genossenschaften fällt. Das ist ein großer Beitrag. Hier muss Politik auch mehr tun und bessere Rahmenbedingungen für Genossinnen und Genossen vor Ort organisieren, damit Studierende selbst auch den Wohnraum in selbstverwalteten Weise übernehmen können. Und wenn man die Frage des sozialen Wohnungsbaus hier in den Blick nimmt und die Frage auch der Verfassung mit den Ländern, dann will ich einmal anmerken, dass wir nach 2019 schon ein Problem kriegen, und zwar gemeinsam hier in diesem Haus. Wenn die Entflechtungsmittel auslaufen, weiß ich nicht, wie die Länder ihrer Verpflichtung nachkommen wollen, gleichzeitig mit der Schuldenbremse, gleichzeitig diese Aufgabe sozialer Wohnungsbau, aber auch den Wohnungsbau für Studierende zu stemmen. Und ich glaube, hier müssen wir deutlich noch mal gemeinsam überlegen, ob man nicht mit den Ländern eine Vereinbarung treffen kann, dass der Bund hier auch wirklich unterstützend sein kann bei den Wohnheimen, aber auch beim sozialen Wohnungsbau. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Semester hat begonnen. In Göttingen sind Zeltlager aufgestellt, in Heidelberg gibt es Notunterkünfte, woanders sind Studierende auf Couchen und in Wohnwegen. Ich finde wirklich, wer ein Studium heute aufnimmt, hat das Recht dabei, angemessenen Wohnraum zu haben. Denn wenn man in ein Studium startet, ist es eine schwierige Phase einer Neuorientierung, eines Starts in einen neuen Lebensabschnitt. Und hier hat jeder Studierende ein Recht auf einen Wohnheimsplatz. Ich finde, wenn der Bund Elite-Universitäten fördert, kann er auch für bezahlbaren Wohnraum sorgen. Dankeschön.
Als nächste Rednerin hat die Kollegin Yvonne Marquas das Wort. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Politik beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit. Und dazu gehört, meine Damen und Herren von den Linken, auch, dass man sich mal die Wohnpräferenzen und die Wohnwünsche der Studierenden anschaut. Ein genauer Blick in die 20. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerkes ist da durchaus erhellend. Demnach möchte nämlich die Mehrzahl von Studenten nicht im Studentenwohnheim wohnen. Stattdessen werden Wohngemeinschaften oder allein bewohnte Wohnungen bevorzugt. Wenn also etwas für das studentische Wohnen getan werden soll, dann sollten dafür die gewünschten Wohnformen auch stärker berücksichtigt werden. Die Forderung der Linken nach 100.000 neuen Wohnheimplätzen geht deshalb an der Realität vorbei. Hier hilft allein der klassische Wohnungsneubau. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin zwar erst ein Jahr Abgeordnete im Deutschen Bundestag, aber der eine oder andere mag heute ein Déjà-vu-Erlebnis haben. Denn diese Debatte wurde bereits en Detail und im gleichen Duktus am 18. April 2013 geführt. Nichts ist passiert. Es handelt sich also um einen alten Teebeutelantrag, der leider durch den zweiten Aufguss auch nicht besser wird. Denn der Grundsatz ist und bleibt, dass in unserem föderalen System die Bundesländer für den sozialen Wohnungsbau zuständig sind und das auch sein wollen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unser Ziel ist es, 2015 einen ausgeglichenen Haushalt zu haben. Uns geht es um die schwarze Null, und so haben wir das auch in der Koalition vereinbart. Für mich ist das auch eine Frage der Generationengerechtigkeit. Die Linke hat aber leider ein anderes Verständnis zum Geld. Für sie hat der Bund scheinbar unbegrenzte Geldquellen. Für sie ist der Bund Zahlmeister der Nation. Spätere Generationen scheinen ihnen gleichgültig zu sein. Stattdessen geben sie den Etat des Bundes jede Legislaturperiode gerne gedanklich auch viermal aus. So kann man, meine Damen und Herren, keine verantwortungsvolle Politik für unser Land machen. Dennoch, liebe Kolleginnen und Kollegen, hilft der Bund den Ländern und Kommunen, ihre Aufgaben zu bewältigen. Allein in diesem Jahr beläuft sich die direkte und indirekte Unterstützung des Bundes für die Kommunen auf 22 Milliarden Euro. Ich würde mich freuen, wenn die Kollegen und Kolleginnen der Linken dies auch einmal positiv zur Kenntnis nehmen würden. Um aber beim Thema zu bleiben, lassen Sie mich kurz erläutern, was der Bund zur Verbesserung der Wohnraumsituation tut. Es wurde schon angedeutet, im Rahmen von Kompensationsleistungen zahlen wir an die Bundesländer bis 2019 jährlich 518 Millionen Euro für die Aufgaben des sozialen Wohnungsbaus. Leider, so muss man konstatieren, gehen die Länder recht unterschiedlich mit diesen Mitteln um. Primus unter den Bundesländern ist der Freistaat Bayern. Er gibt seine Mittel zweckgerichtet aus. Das Land Berlin hat hingegen gerade unter der rot-roten Regierung keinen einzigen Cent dieser Mittel für den sozialen Wohnungsneubau ausgegeben. So viel zur verantwortungsvollen Wohnungspolitik der Linken, wenn sie denn mitregiert. Einen zweiten Punkt, den ich ansprechen möchte, ist natürlich die Mietpreisbremse. Diese haben wir im Koalitionsvertrag vereinbart und den vorliegenden Gesetzentwurf hat das Kabinett ja am 1. Oktober auch so beschlossen. Kollege Lutschak ist schon ausführlich auf die Inhalte eingegangen und ich möchte lediglich eine Forderung aus dem Antrag der Linken herausgreifen. Es ist nämlich eine Forderung, die für mich keinen Sinn macht. Erklären Sie mir doch mal, warum die Mietpreise in Studentenwohnheimen durch ein Moratorium gedeckelt werden müssen. Mit 223 Euro warm im Monat, und das sind die Zahlen vom Studentenwerk,
ist es eine der kostengünstigsten Wohnformen für Studenten. Hier besteht definitiv keine Gefahr einer Mietpreisexplosion. Im Übrigen entsteht durch die Deckelung des Preises kein einziges Studentenzimmer zusätzlich. Auch hier gilt der Grundsatz: Bauen, bauen, bauen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir werden auch die Einnahmenseite der Studenten verbessern. Es wurde angedeutet, wir werden das BAföG anpassen, den BAföG-Satz von 670 Euro auf 735 Euro erhöhen. Durch die Reform wird auch der Kreis der Förderberechtigten ausgeweitet und die Hinzuverdienstgrenze auf 450 Euro angepasst. Wer also mehr als das BAföG benötigt, kann so einen adäquaten Betrag hinzuverdienen. Und ehrlich, meine Damen und Herren, für mich sind Nebenjobs während des Studiums auch im Rahmen des Zumutbaren. Was wird der Bund nun in Zukunft noch angehen? Wir bringen derzeit eine Wohngeldnovelle auf den Weg. Unser Ziel ist es, denjenigen zu helfen, die arbeiten gehen und dennoch nur ein geringes Einkommen haben. Diesen wollen wir ein gutes Wohnen ermöglichen. So werden wir die Leistungen des Wohngeldes weiter verbessern. Leistungshöhe und Miethöchstbeiträge wollen wir an die Bestandsmietenentwicklung und die Einkommensentwicklung der letzten Jahre anpassen. Im aktuellen Haushaltsentwurf haben wir dafür 630 Millionen Euro eingestellt. Der Bund schafft damit die finanziellen Spielräume, und mit Spannung erwarten wir nun den Gesetzentwurf, die konkrete Ausgestaltung des Gesetzentwurfs unserer Bauministerin Barbara Hendricks. Liebe Kolleginnen und Kollegen, klar ist, dass bei steigenden Studentenzahlen auch der Bedarf für studentischen Wohnraum wächst. Deswegen möchte ich an dieser Stelle auch einmal die Studentenwerke loben. Sie leisten nämlich flächendeckend gute Arbeit und verdienen ein herzliches Dankeschön. Den Bundesländern möchte ich noch etwas auf den Weg geben. Sie schaffen an den Hochschulen mehr Studienplätze. Das ist gut und richtig so. Aber dann, und das ist für mich auch eine logische Konsequenz, müssen die Wissenschafts- und Bauminister der Länder auch darauf achten, dass an den Hochschulstandorten ausreichend Wohnraum zur Verfügung steht. Empfehlenswert wäre zum Beispiel, vor Ort mit allen Beteiligten lokale Bündnisse für bezahlbares Wohnen und Bauen anzugehen. Sehr geehrte Damen und Herren, der Bund hält an seinem Engagement für den sozialen Wohnungsbau und die Unterstützung von sozialbedürftigen Mietern fest. Und nicht nur das, wir bauen dieses Engagement auch noch aus. Mietpreisbremse, Wohngeldnovelle und BAföG-Erhöhungen. Das sind die zentralen Schlagworte. Nun sind die anderen Beteiligten aufgerufen, dem auch gleich zu tun. Länder und Kommunen sind ebenso gefordert. Sie müssen das ihre tun, damit sich der Wohnungsmarkt insgesamt entspannt. Und ich wiederhole es gern, gegen Wohnungsnot hilft nur eins, nämlich bauen, bauen, bauen. Liebe Freunde der Linken, mit einem pauschalen Ruf nach dem Bund ist es nun nicht mehr getan. Da hilft auch der Zweitaufguss Ihres Teebeutelantrages nicht. Vielen Dank. Yvonne Macfass war das mit dem baupolitischen Blick auf dieses Thema. Sie sitzt ja auch im Ausschuss für Umwelt und Bau. Jetzt kommen wir zum bildungspolitischen Blick mit dem nächsten Redner, Oliver Kaczmarek für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Das Schöne an dem Antrag war, dass man wieder Gelegenheit hatte, sich mit der Realität des studentischen Wohnens, mit dem Bedarf zu beschäftigen. Das Problem ist ja unbestritten. Ich glaube nur, dass der Antrag der Realität nicht gerecht wird. Und dazu würde ich gerne drei Feststellungen machen. Die erste ist, der Bedarf ist regional unterschiedlich. Das ist hier schon angesprochen worden. In Ihrem Antrag beginnen Sie mit dem Satz, insbesondere in klassischen Studierendenstädten ist die Lage auf dem Wohnungsmarkt angespannt. Und als jemand, der in Bochum studiert hat, frage ich Sie zuerst, was ist eigentlich eine klassische Studierendestadt? Denn das hat sich mittlerweile ziemlich ausdifferenziert. Wenn ich um meinen Wohnort Cham einen Kreis von 50, 60 Kilometern ziehe, dann habe ich den Hochschulstandort Münster. Ja, das ist eine klassische Universitätsstadt.
aber auch Dortmund, Bochum, Essen, Wuppertal als traditionelle Pendlerstandorte. 30% und mehr der Studierenden wohnen zu Hause. Und so Städte wie Hamm, Iserlohn, Nordkirchen, Meschede, da ist die Realität des studentischen Wohnens vielfältiger, als wir uns das hier in dem Antrag durchlesen können. Wir brauchen deshalb lokal passende Ideen für Wohnheimbauten. Ja, das ist richtig. Auch Bestandssanierungen gehören dazu. Da nehmen die Studentenwerke auch viel Geld in die Hand. Wir brauchen auch eine Strategie für die Umwidmung leerstehenden Wohnraums. Allein in Duisburg, ist auch eine Universitätsstadt übrigens, stehen 12.000 Wohnungen leer. Und da muss man doch versuchen, den Bedarf und das, was da zur Verfügung steht, übereinander zu bringen. Und wir brauchen flexibel nutzbare Wohneinheiten. Alles das findet im linken Antrag nicht statt. Und deswegen wird er der regionalen Vielfalt des studentischen Wohnens nicht gerecht. Die zweite Feststellung, der Bedarf verändert sich natürlich auch mit veränderten Lebensformen der Studierenden. Die Konstellationen haben sich verändert. Studieren mit Kind, Studieren mit Familie nimmt zu, Wohnen mit Partnern nimmt zu. Allein 20% der Studierenden nach Sozialerhebung wohnen mit ihren Partnerinnen und Partnern zusammen. Das heißt, es gibt eben nicht nur die eine Angebotsform. Der Ausbau und die Modernisierung von Wohnheimplätzen, das ist sinnvoll, das wird niemand in Frage stellen. Aber sie decken eben nicht den Bedarf aller Studierenden ab. Dazu brauchen wir auch privaten Wohnraum, dazu brauchen wir die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften als wichtige Akteure. Nur durch das Zutun aller wird man dieser Vielfalt auch gerecht. Und die dritte Feststellung, ja, es ist wahr, dass Studierende von der Mietsituation in den Metropolen besonders betroffen sind, aber eben nicht allein. Und deswegen ist es wichtig, das einzubetten in eine Strategie, die eben einkommensschwache Familien unter anderem auch in den Mittelpunkt bezahlbaren Wohnraums rückt. Und die Ministerin knüpft hier mit ihrem Bündnis an Erfahrungen übrigens aus den Hochschulstandorten an, indem sie nämlich runde Tische macht, die in den Hochschulstädten auch gegründet worden sind, um die Akteure an einen Tisch zu bringen, um damit den ersten Schritt zu machen. Und auch die Länder können einen wichtigen Beitrag leisten. Das Bundesland Berlin hat sich vorgenommen, bis 2016 30.000 zusätzliche Wohnungen zu schaffen. 15.000 sind schon geschaffen worden. Da zeigt sich, dass die Länder auch durchaus ihrer verfassungsgemäßen Verantwortung klar nachkommen und durchaus Wohnraum schaffen in so wichtigen Städten wie in Berlin. Was getan werden muss, ist eine Strategie der Vielfalt, die den realen Bedarf des Studierendenwohnens aufnimmt und jedenfalls nicht das Prinzip Gießkanne. Die Länder können etwas tun. Nordrhein-Westfalen ist hier schon als Beispiel genannt worden. 50 Millionen Euro jährlich stellt die Landesregierung zur Verfügung. 750 Wohnheimplätze pro Jahr können damit gebaut werden. Und man verbindet das damit, dass man sagt, da müssen auch Impulse für die Stadtentwicklung gesetzt werden. Weil 2025 sind die Studierendenzahlen in Nordrhein-Westfalen wieder so wie 2009. Das heißt, man muss auch für sich überlegen, was passiert eigentlich danach mit diesem Wohnraum. Und der Bund, der leistet einen substanziellen Beitrag mit der BAföG-Novelle. Der ist hier gerade schon angesprochen worden. Ich will das noch mal sagen. Laut der letzten statistischen Veröffentlichung des DSW beträgt die Monatsmiete in Wohnanlagen der Studentenwerke derzeit im Durchschnitt 223 Euro. Wir werden die Wohnpauschale für Auswärtsstudierende, das wird nicht allen gerecht, aber wir werden die Wohnpauschale für auswärtswohnende Studierende auf 250 Euro anheben. Dazu werden wir 160 Millionen Euro jedes Jahr allein für diesen Posten im Bundeshaushalt mobilisieren. Und das ist ein substanzieller Beitrag zur Verbesserung der Lage. Und deswegen, ich komme zum Schluss, lassen Sie uns an der Stelle nicht nur Überschriften produzieren, sondern lassen Sie uns gucken, wo wir substanzielle Verbesserungsbeiträge leisten können. Herzlichen Dank. Oliver Kaczmarek war das für die SPD-Fraktion. Und der nächste Redner wird hier sein, Volker Ulrich für die CDU-CSU-Fraktion. Er ist Mitglied im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Erfolgreiches Lernen braucht gutes Leben. 100.000 Studenten schicken sich in diesen Tagen an, ihr Studium aufzunehmen. Sie arbeiten für ihren eigenen Lebenserfolg und mehren damit auch den Wohlstand und die Innovationskraft unserer gesamten Gesellschaft. Viele machen sich auf, um nicht nur eine neue Lebenswirklichkeit und Lebensumgebung kennenzulernen, sondern auch, um sich auf ihr Studium zu konzentrieren. Und in einigen wenigen Städten ist dies im Augenblick nicht in dem Umfang möglich, wie wir es uns alle wünschen würden. Es gibt Quadratmeterpreise vereinzelt im zweistelligen Bereich.
Wohnheimzimmer von 400 bis 500 Euro und Wartelisten für Studentenwohnheime. Das sind Sorgen, die wir teilen. Und Sorgen, die uns dazu führen, dass diese Koalition gehandelt hat und auch weiterhin erfolgreich handeln wird. Lassen Sie uns vielleicht zunächst auf die Ursachen zu sprechen kommen. Die Ursache ist doch zunächst einmal auch der Erfolg unserer eigenen Bildungspolitik. Die Anzahl der Studenten in Deutschland hat sich in den letzten 20 Jahren beinahe verdoppelt. In den letzten 10 Jahren ist die Zahl in einem sechsstelligen Bereich gestiegen. Wir bekommen auch glücklicherweise immer mehr Anfragen von Studenten aus aller Welt, die diesen Standort auch dank unserer Politik attraktiv finden und in Deutschland ein Studium aufnehmen wollen. Und dieser Erfolg der eigenen Politik hat in einigen Städten zweifelsohne zu einer Verknappung des Wohnraums geführt. Darüber brauchen wir nicht diskutieren. Die entscheidende Frage ist aber, wie gehen wir mit dieser Gemengelage um? Und da drängen sich einige Antworten auf. Und ich kann Ihnen ehrlich sagen, wenn wir auch nur eine Antwort hier in diesem Hohen Hause beschließen würden, die Linken angesprochen haben, würden wir das Problem nicht lösen, sondern noch sehr viel mehr verstärken. Es ist nicht die erste Debatte, bei der ganz reelle Probleme versucht werden, durch Scheinlösungen zu konterkarieren. Und das, glaube ich, tut den Studenten in diesem Land nicht gut. Wir müssen zunächst einmal uns auf die wirklichen Lösungsansätze konzentrieren. Das ist zunächst einmal die angesprochene Mietpreisbremse. Diese Mietpreisbremse schafft keinen zusätzlichen Wohnraum. Sie wird dafür sorgen, dass der Mietpreisanstieg in manchen Gebieten begrenzt wird. Das ist eine flankierende Maßnahme, aber sie ist sicherlich keine Möglichkeit, dass Studenten jetzt und in den nächsten Jahren mehr Wohnraum zur Verfügung haben. Ganz im Gegenteil, eine flächendeckende Mietpreisbremse für ganz Deutschland einheitlich ist ein Programm zur Verhinderung von Investitionen. Der zweite Punkt ist die Frage, wie gehen die Länder mit den Mitteln um, die durch die von diesem Haus beschlossene BAföG-Reform frei werden. 1,17 Milliarden Euro beträgt der Entlastungsbetrag für die Länder in den nächsten Jahren. Und wir werden sehr genau hinsehen, ob die Länder, bei denen auch die Linke und die Grünen in Verantwortung sind, ob dort jeder Cent auch für die Bildung und möglicherweise auch für die Schaffung von studentischen Wohnungen ausgegeben wird oder nicht. Die Signale sind nicht positiv, wenn ich es mal so formulieren darf. Die Formulierung muss sein, die Länder sind in der Pflicht, diese Mittel auch für Studenten auszugeben. Und sie dürfen sie nicht für andere Aufgaben verwenden. Dann kommen wir zur Erhöhung des BAföGs. Ich meine, in einer Zeit, in der der Schwerpunkt auf haushaltstechnischer Konsolidierung liegt und wir uns unserer finanzpolitischen Verantwortung bewusst sein, ist diese deutliche Erhöhung des BAföGs im Jahr 2016/2017 ein großartiger Schritt und ein tolles Signal. Und das sollte man nicht kleinreden. Und zum Thema Wohnraum. Der beste Wohnraum, der zur Verfügung steht, ist derjenige, der neu gebaut wird. Und deswegen sind unsere Anstrengungen darauf gerichtet, neuen Wohnraum zu schaffen. Und wir werden die entsprechenden Instrumente auch liefern. Und meine Damen und Herren, wir müssen uns auch unterhalten, unter welchen steuerlichen Gesichtspunkten wir zukünftig Wohnraum schaffen werden. Und ein Instrument, das haben Sie gar nicht angesprochen, wäre mit das Wirksamste. Aber darüber werden wir nachdenken. Das ist die Wiedereinführung der degressiven AFA.
Derjenige, der investiert, soll die Möglichkeit haben, zunächst und schnell von der Steuer auch belohnt zu werden, dafür, dass er privat das Kapital locker macht, um auf dem Wohnungsmarkt die entsprechenden Akzente zu setzen. Meine Damen und Herren, abschließend sei auch daran erinnert, dass bei der ganzen Freude über die Entwicklung in Hochschulstädten man auch zu Recht darüber nachdenken muss, ob wir immer insgesamt die rechte Balance finden. Wir müssen auch betonen, dass die berufliche Bildung, die Ausbildung der Meister, der Handwerker, gerade auch im ländlichen Raum, eine gleichwertige Position hat. Und dass nicht immer ein Allerheilmittel sein kann, nur ein Studium anzustreben, sondern ganz im Gegenteil, wir haben die Gleichwertigkeit von akademischer und beruflicher Bildung zu einem unserer zentralen Handlungsfelder gemacht. Und wenn wir das zurück auf die tatsächliche Möglichkeit bringen, Politik zu machen, dann können wir mit dieser Gleichwertigkeit auch diese Überhitzungsreaktionen in einigen Großstädten vielleicht auch zurückfahren. Und das, glaube ich, ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Meine Damen und Herren, eines muss für uns sicher sein. Die Länder und die Kommunen sind in der Pflicht, durch Bauleitplanungen, durch Aktionsprogramme, durch finanzielle Unterstützung mehr Wohnraum für Studenten zu schaffen oder Anreize zu setzen, dass das Private machen können. Aber unserer Auffassung nach muss das auch im Herz der Städte geschehen. Weil das Miteinander der Generationen, der Menschen in den Städten, die Begegnung, die Inspiration, Kunst und Kultur ist für uns eine Leitschnur städtebaulichen Handelns. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, verlassen Sie sich auf die Große Koalition. Wir werden dafür sorgen, dass es mehr Wohnraum gibt und dass die Sorgen der Studenten in diesem Land behoben werden. In diesem Sinne alles Gute zum Studienanfang und herzlichen Dank. Als nächste Rednerin hat die Kollegin Uli Nissen das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir diskutieren heute über den Antrag der Linken, Wohnungsnot, Mietsteigerung und Miethucher in Hochschulstädten bekämpfen. Es ist heute, wie so oft, bei Ihren Anträgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Titel ging klasse, so wie Reichtum für alle. Aber es gibt ja nicht nur den Titel, sondern auch den Text. Ihr Antrag ist ein einziger Wunschzettel. Passt, wir sind bald vor Weihnachten. Egal, wie es in unserem politischen System geregelt ist. Sie wissen doch, seit der Föderalismusreform 2007 ist die soziale Wohnraumförderung und dazu gehört das studentische Wohnen Ländersache. Deshalb ist es gut, dass die Länder 518 Millionen Euro jährlich als Kompensationszahlung erhalten, um Wohnraum zu fördern. Ich komme aus der Banken- und Hochschulstadt Frankfurt und weiß, wie schwer es in Ballungsräumen ist, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Für Studierende ist es dort besonders schwierig, die Mieten sind hoch und Studierende haben in der Regel wenig Geld. Durchschnittlich 418 Euro Miete kostet ein WG-Zimmer in Frankfurt. Nur München ist mit 521 Euro noch mal deutlich teurer. Zu Semesterbeginn zeigt sich dieses Problem immer wieder deutlich. Wir haben derzeit in Frankfurt 65.000 Studierende, das sind fast 10% der Bevölkerung. Und bei uns suchen auch viele Studenten einen Wohnheimplatz. Rund 2000 Studentinnen und Studenten stehen auf der Warteliste für einen Wohnheimplatz. So ist das nicht nur in Frankfurt, sondern auch in Hessen und im gesamten Bundesgebiet. Die rot-schwarze Regierungskoalition kennt das Problem. Deshalb handeln wir auch. Wir kümmern uns aber um alle Mieterinnen und Mieter, um die Studierenden, aber auch um die Rentnerinnen und Rentner und um die Gering- und Normalverdiener. Alle sollen die Möglichkeit haben, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Wir machen als Große Koalition unsere Hausaufgaben dort, wo wir können, dort, wo wir es laut Grundgesetz auch dürfen. Herr Lutschak, wir haben eine Mietpreisbremse, auch selbst Herr Lutschak hat zum Schluss mitgemacht, auf den Weg gebracht. Sie schafft zwar keine neuen Wohnungen, aber sie trägt dazu bei, dass die Mieten nicht mehr so stark steigen. Ich bin unserer Bundesministerin Barbara Hendricks dafür dankbar, dass sie auf Bundesebene ein Bündnis für bezahlbaren Wohnen und Bauen initiiert hat. Denn dort werden diese Probleme angegangen, damit Bund, Länder und Kommunen gemeinsam etwas Gutes erarbeiten. Und das geht dem Herr Kühn nicht von einem Tag auf den anderen. Wir wollen es nämlich gut machen.
Wir wollen nicht nur mehr, sondern mehr bezahlbaren Wohnraum. Und was tun wir? Wir erhöhen das Wohngeld und ich persönlich setze mich intensiv auch für die Wiedereinführung der Energiekostenkomponente ein. Wir haben die Mittel für die Städtebauförderung deutlich erhöht. Das bringt auch den Ländern und Kommunen Entlastung. Und, ganz wichtig, die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben lassen natürlich nicht aus der Pflicht. Zu einem gibt es die Möglichkeit, Liegenschaften und Konversionsflächen an Kommunen zur billigsten Kondition abzugeben, wenn es der Wohnraumförderung dient. Das kann natürlich auch studentisches Wohnen bedeuten. Aber natürlich prüfen wir auch, wie wir die Aufgaben der BIMA mit unseren wohnungs- und sozialpolitischen Zielen in Einklang bringen können. Und ich gehe davon aus, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, dass wir hier auf einen guten Weg gemeinsam kommen. All das wird in Gesamtheit dazu führen, dass sich die Wohnungsnot für alle entspannen wird. Die guten Nachrichten beim BAföG haben Kollegen schon erwähnt. Es wird wirklich wichtig, ab nächstem Jahr werden die Länder um 1,2 Milliarden Euro pro Jahr entlastet. Die erhöhten BAföG-Sätze ab 2016, natürlich wäre es toll, wenn sie eher kommen, werden überhaupt gar kein Thema, aber die Erhöhung auf 250 Euro beim Wohnzuschlag ist doch ganz wichtig. Sie von den Linken haben eine tolle Forderung. Sie sagen, dass in Hochschulstädten die Mehrkosten für Miete übernommen werden sollen. Super. Die Mietvermieter werden sich freuen, klasse, und werden das nutzen, um die Mieten zu erhöhen. Damit lösen sie die Probleme nicht, sondern sie schaffen neue. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist wenig hilfreich, einen Antrag zu schreiben, der Dinge vom Bund fordert, die nicht in der Bundeskompetenz liegen. Sie tun so, als täten die Städte, die Länder und Hochschulen gar nichts. Bei der Grundsteinlegung eines neuen Studentenwohnheims, ja, die interessieren sich nicht, aber ich fände es schön, wenn die Linken auch zuhören würden. Bei der Grundsteinlegung eines neuen Grundsteinlegung eines neuen Studentenwohnheims merkte der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann richtigerweise an, dass Stadt, Land und Hochschulen und Studentenwerke zusammenarbeiten müssen. Auf dem Frankfurter Riedberg wird das Gebäude in einem erbpachtfreien Grundstück mit zinsfreien Krediten der Stadt Frankfurt finanziert. Vielleicht ein Vorbild für andere Städte. Und das Motto unseres Frankfurter Oberbürgermeisters ist immer bauen, bauen, bauen. Da kann ich ihm nur voll zustimmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dank Ihrem Antrag konnten wir einiges klarstellen. Natürlich wollen auch wir Wohnungsnot, Mietsteigerung und Mietwucher in Hochschulstädten bekämpfen. Aber wir wollen das nicht nur in Hochschulstädten, sondern auch in anderen angespannten Wohnungsmärkten. Wir wollen nicht nur, sondern wir tun bereits eine Menge, um Wohnen bezahlbar zu machen. Wir wissen aber auch, gemeinsame Anstrengungen aller sind nötig. Bund, Länder und Kommunen können es zusammen schaffen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und von dieser Stelle möchte ich einen kurzen Gruß an meinen Sohn Moritz schicken, der heute 27 wird. Da schließen wir uns alle an. Als nächster Redner hat der Kollege Carsten Möhring das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, dem Glückwunsch schließe ich mich auch an. Ich hoffe, er hat sein Studium schon hinter sich. Es gibt ein Spiel, da muss man zu bestimmten Worten ganz schnell assoziativ Ergänzungen bringen. Und wenn ich mir anschaue und dieses Spiel mal mit den Kollegen von der Linken mache und nenne das Wort Wohnung, dann kommt da Not als nächstes Wort. Wenn ich sage Miete, dann kommt da Hai, Steigerung, Wucher. Zwei von diesen Varianten haben Sie in Ihrer Überschrift schon gewählt. Zwei von dieser Überschrift haben Sie schon gewählt. Ja, passen Sie mal auf, wenn Sie einem Investor nicht zugestehen, dass er für sein Geld eine Verzinsung kriegt, die ungefähr ein bisschen über dem liegt, was er bei der Bank kriegt. Dann kommen wir zu dem Punkt, den Sie wohl wollen. Dann darf nur noch der Staat bauen. Und wohin das führt, das haben wir ja in einem Teil Deutschlands in den letzten Jahren mehr als genug erlebt. Ihr Instrumentenkasten besteht aus staatssozialistischen Ladenhütern. Damit kommen wir nicht weiter, überhaupt nicht. So. Ja, ist ja schön. Sozialer Wohnungsbau braucht auch private Investoren. Das braucht auch private Investoren. Und wenn Sie die nicht haben, dann können Sie sich das an den Hut stecken, dann wird nicht gebaut. Ganz einfach. Also gewisse Regeln werden hier immer eingehalten und die gelten unabhängig davon, ob Sie sie für gut halten oder nicht, weil das das normale Verhalten aller Beteiligter ist. So.
Im Übrigen, es ist ja schon darauf hingewiesen worden, dass Sie diesen Antrag in wenig veränderter Form schon mal gestellt haben. Das ist auch wiederkehrend. Dann haben Sie dazwischen gerufen, es ist ja nichts passiert. Ich erinnere mich dunkel, dass Sie in Berlin mal für 10 Jahre die Linke mitregiert hat, dass Sie viele Jahre den Senator für Stadtentwicklung gestellt hat. Und dann frage ich mal, was eigentlich in dieser Zeit in Berlin für studentisches Wohnen passiert ist. Extrem wenig bis nichts. So. Und an den Regierungen, an denen Sie sonst beteiligt sind, sehe ich auch nicht, dass da unbedingt Klimmzüge oder Meisterleistungen erbracht werden in diesem Bereich. Dabei ist das Problem ja klar. Aber wenn Sie in Ihrem Antrag schreiben, immer für die Studenten, wir sind nicht der Auffassung, dass man unsere Bevölkerungsgruppen hier so schön auseinanderdividieren kann, sondern wir machen doch unsere Wohnungspolitik und unsere Wohnungsbaupolitik für die gesamte Bevölkerung, die es nötig hat. Dazu gehören die Studenten, dazu gehören Gruppen mit geringem Einkommen, und dafür haben wir verschiedene Instrumente. Es ist auch richtigerweise darauf hingewiesen worden, dass wir die Zuständigkeit bei den Ländern haben. Und dann sage ich mal ganz einfach, die BAföG-Erhöhung, die wir haben, füllt ja nicht nur den Geldbeutel der Studenten und versetzt sie in die Lage, mehr Geld auszugeben als bisher, sondern dadurch, dass der Bund den gesamten Bereich übernimmt, entlastet er auch die Länder. Und die Wohnbauförderung und auch die Förderung für studentischen Wohnbau ist nun mal Sache der Länder, primär und fast ausschließlich Sache der Länder. Und das soll es auch bleiben. 518 Millionen Euro ist die jährliche Zuweisung des Bundes an die Länder. Und Frau Kollegin Magwas eben hat schon mal darauf hingewiesen, dass leider nicht alle Länder dieses Geld auch genau zweckentsprechend verwenden. Bayern tut es. Ich komme gleich noch mal darauf zurück. Ich will auch sagen, Nordrhein-Westfalen tut es. Und wenn hier eben ein Kollege so lobend auf die Situation in Nordrhein-Westfalen eingegangen ist, die bis 2018/20, ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf, 800 Millionen Euro in diesem Bereich sozialer Wohnungsbau und auch studentisches Wohnen einsetzen will, dann sage ich mal, in das Lob stimme ich sofort mit ein, wenn gleichzeitig das Land es schafft, seine Schulden und seinen Haushalt besser in den Griff zu kriegen. Denn das sind beides die beiden Seiten einer Medaille. Aber ansonsten, alle Achtung, wenn das so wird, dann stimme ich dem zu, ist es lobenswert. Herr Kollege Möhring, lassen Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Wiese zu. Ja, innerhalb der Koalition sowieso sehr gerne, Herr Kollege. Herr Kollege Möhring, vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Würden Sie mir zustimmen, dass die mittelfristige Finanzplanung der schwarz-gelben Koalition unter Jürgen Rüttgers eine Netto-Neuverschuldung für das Jahr 2014 von über 6 Milliarden Euro vorsah in Nordrhein-Westfalen? Und würden Sie mir zustimmen, dass in diesem Jahr der Haushalt in NRW nicht gut ist, aber eine Netto-Neuverschuldung von ungefähr 3 Milliarden Euro vorsieht? Und würden Sie sagen, dass da eine Differenz ist, die enorm ist, im Gegensatz zu der Haushaltspolitik, die Schwarz-Gelb in NRW geplant hat? Ja, ja, nein. Aber erst am Ende der Periode, die Sie angesprochen haben, würde ich mir ein abschließendes Urteil erlauben. Vielen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn eine Debatte über einen solchen Antrag 96 Minuten dauert, dann besteht das Problem, dass man entweder alles wiederholen muss, was schon gesagt worden ist, oder seine Redezeit nicht ausnutzen kann. Nun weiß ich aus meinem früheren Leben, dass Wiederholungen eigentlich positiv sind, weil sie zur Festigung des Gesagten beiträgt. Aber meine Vermutung ist, dass das in diesem Fall in Bezug auf die Kolleginnen und Kollegen der Linken auch nichts hilft. Und deswegen will ich mir die inhaltlichen Wiederholungen sparen. Ich möchte Sie stattdessen mitnehmen und lade Sie ein, einen Blick auf Köln zu werfen. Zunächst noch mal eine kleine Vorbemerkung. Ich habe bei den vielen Zahlen, wie teuer das Wohnen ist, in München, in Frankfurt, in Hamburg, festgestellt, dass wir offensichtlich alle verschiedene Zahlen haben. Die Zahlen, die ich aus Köln habe,
vom Studentenwerk und anderen interessierten Gruppen, die belegen eindeutig, dass in Köln am teuersten gewohnt wird. Eben habe ich aber gehört, am teuersten ist München und dann habe ich gehört, am teuersten ist Frankfurt. Ich habe so den Eindruck, dass es hier einen Wettlauf darum gibt, wo es am schlimmsten ist. In Wirklichkeit haben wir aber, und das ist auch schon angedeutet worden, eine sehr differenzierte Situation. Eine differenzierte Situation, weil wir zwar in einigen Bereichen wirklich ein Problem mit der Unterbringung haben, in vielen Bereichen aber nicht. Und mal abgesehen davon, dass Studenten ihren Studienort nicht in allen Fällen frei wählen können, möchte ich auch darauf hinweisen, dass sie sehr wohl in der Lage sind, Einfluss darauf zu nehmen, wo sie studieren. Und mit dieser Entscheidung auch eine Entscheidung darüber treffen, wie hoch ihre Lebenshaltungskosten sind. Das liegt in der Freiheit des Einzelnen. Und da kann man dann nur sagen, dann nutzt sie auch und entscheidet, was ihr euch leisten wollt und was ihr euch nicht leisten will. Ich will gar nicht dahin gehen, dass man sagen, gebe ich Geld fürs Wohnen aus, gebe ich Geld fürs Auto aus, wie viel gebe ich für einen Urlaub aus. Das muss jeder für sich entscheiden. Jeder normale Arbeitnehmer, jede Familie und letztlich auch alle Studenten. Gleichwohl, ja, ist völlig klar, ich weiß, studieren kostet Geld, ich habe es ja selber auch mal erlebt. Kommen wir noch mal nach Köln. Wir brauchen sicher kreative Lösungen neben Geld. Und wenn ich Sie nach Köln einlade, dann möchte ich Sie einladen zu einem Projekt, wo das Studentenwerk in Köln eine alte Polizeistation angemietet hat, die das städtische Wohnungsunternehmen in Eigentum hat, umbaut nicht die Zellen. Die werden versiegelt, die Räume umbaut und dort studentisches Wohnen anbietet. Ein Weg, mit dem es geht. Ein zweiter Punkt, die Stadt, einvernehmlich über alle Fraktionen, betreibt eine Liegenschaftspolitik, wo sie bestimmte Liegenschaften, die sie ja auch zum Verkehrswert verkaufen muss, definiert als Gebiete für studentisches Wohnen. Da kommen dann Investoren zum Zuge, die studentischen Wohnraum bauen und anbieten wollen. Und wenn man das exklusiv für einen solchen Zweck macht, dann hat man auch keine Konkurrenz zwischen Bewerbern, die da ganz andere Vorstellungen haben und höhere Preise zahlen würden. Das liegt in der Hand der Kommunen, mit solchen Instrumenten studentisches Wohnen zu fördern. Und ein letzter Punkt, und da ist wieder ein bisschen Kritik an Studenten enthalten. Die kommunalen Wohnungsunternehmen in Köln haben vor ungefähr 2 Jahren angeboten, aus ihrem Bestand Wohnungen im Umfang von 700, 800 Wohnungen, kleine Wohnungen für Wohngemeinschaft, brauchbare Wohnungen für studentisches Wohnen. Bevor das Projekt wirklich spruchreif war, hat der Erste eine Stellungnahme abgegeben, hat gesagt, das kommt nicht in Frage, die sind nicht geeignet, die sind in einem zu schlechten Zustand, obwohl die andere Mieter hatten bis dahin, und die liegen so weit verteilt in der Stadt, zu weit entfernt von der Uni. Liebe Kolleginnen und Kollegen, was ist denn zumutbar bei der Bezahlbarkeit, aber auch beim Weg? Wenn ich 5 Minuten von der Uni weg will, wohnen will, wenn ich 5 Minuten weg wohnen will von der Altstadtszenerie, in Köln heißt das Quartier Latin, Quartier Latin. Ja, da zahlt man natürlich mehr. Jeder normale Arbeitnehmer, der morgens zur Arbeit fährt und abends zurück, nimmt Wegezeiten in Kauf, die viele Studenten für sich ablehnen. So, meine ich, geht das nicht. Und letzter Satz, weil ich gemerkt habe, dass meine Redezeit tatsächlich schon um ist. So schnell kann das gehen. Letzter Satz. Sie haben damit angefangen, auf den runden Tisch vom Kollegen Ramsauer zu verweisen und darüber ein bisschen gespottet. Der Kollege Ramsauer hat etwas gemacht, über die Zuständigkeit des Bundes hinaus, diejenigen, die damit zu tun haben, an einen Tisch gebracht. Dann haben sie gesagt, da ist aber nichts herausgekommen. Doch, dabei ist herausgekommen ein Informationsaustausch zwischen den Beteiligten. Und wir setzen das fort in dem Bündnis für bezahlbares Wohnen. Damit wird nicht gebaut, aber damit werden die Interessen, die Möglichkeiten abgeglichen und Ideen gesammelt, was man braucht. Und wirklich letzter Satz. Und wenn wir dann dazu kommen, dass wir in der Baunutzungsverordnung vielleicht die ein oder andere Anpassung machen müssen, um bei der Umwidmung von Büroraum, der nicht mehr modern genug ist, in Wohnmöglichkeiten für Studenten oder Ähnliches zu machen, dann ist auch das eine positive Folge solcher Gespräche. Wir werden Schritt für Schritt hier weitergehen und uns nicht durch solche Anträge aufhalten lassen, allerhöchstens 96 Minuten lang. Vielen Dank. Das
sagt Carsten Möhring für die CDU-CSU-Fraktion. Ein Hinweis in eigener Sache zu dem weiteren Programm hier bei Phoenix. Wir erwarten um 13 Uhr, beziehungsweise hatten eigentlich für 13 Uhr erwartet, zum einen eine Pressekonferenz der Ministerpräsidenten. Die hatten sich nämlich in Potsdam getroffen, die vergangenen zwei Tage zu ihrer Jahreskonferenz. Und sollte diese Pressekonferenz beginnen, können Sie die bei Phoenix verfolgen. Genauso haben sich aber die Innenminister von Bund und Länder in Berlin getroffen zu einer Sonderkonferenz. Auch dort ist eine Pressekonferenz für 13 Uhr angekündigt gewesen. Auch das haben wir im Blick und werden, sobald sich etwas tut, in Berlin oder in Potsdam bei den Innenministern oder den Ministerpräsidenten Sie natürlich darüber informieren und auch auf die Pressekonferenzen in die Pressekonferenzen hineinschalten. Solange es dort noch nicht losgeht, bleiben wir natürlich hier im Plenum in der Debatte zur Wohnungsnot in Hochschulstädten. Und jetzt mit Dennis Rohde für die SPD als Redner. Das Problem auch entschlossen angehen, und zwar im verfassungsrechtlich möglichen Rahmen. Das ist etwas, was ich in Ihrem Antrag insbesondere bei der Mietpreisbremse kritisiere. Da komme ich gleich aber noch drauf zu sprechen. Wir werden das Problem angehen, insbesondere durch die Aufstockung der Städtebauförderung, indem wir das Bestellerprinzip bei den Immobilienmaklern einführen und dafür Sorge tragen, dass Menschen nicht mehr vom Abschluss eines Mietvertrages abgehalten werden, weil sie sich die hohe Einmalzahlung nicht leisten können. Und ja, wir werden eine Mietpreisbremse einführen, die wirkt. Und wenn man sich anguckt, welche Forderungen da auch innerhalb der Koalition gegenüberstanden, die haben wir ja leider nicht nur immer intern diskutiert, sondern sie wurden ja manchmal auch öffentlich kommuniziert. Wenn man sich anguckt, welche Forderungen da gegenüberstanden, dann muss man sagen, es wird eine Mietpreisbremse mit klarer sozialdemokratischer Handschrift. Wir haben uns nicht vom Weg abbringen lassen. Wir haben uns durchgesetzt, und da sind wir auch stolz drauf. Und jetzt zur Mietpreisbremse der Linken. Ich finde Ihre Forderung einfach nicht seriös. Und ich glaube, ein Gesetz auf Grundlage Ihrer Vorschläge würde im Endeffekt auch keiner Mieterin, würde keinem Mieter helfen. Ich bin der festen Überzeugung, ein solches Gesetz würde bei der erstbesten Möglichkeit vom Bundesverfassungsgericht wieder kassiert werden. Denn das, was Sie vorschlagen, das ist ja keine Mietpreisbremse. Das ist eine Wohnungsmarktvollbremsung im dichten Stadtverkehr. Und da ist der Auffahrunfall leider vorprogrammiert. Denn was fordern Sie? Sie fordern erstens, Zitat, keine Mieterhöhung allein wegen der Wiedervermietung. Zu Deutsch, Sie fordern die Abschaffung des marktwirtschaftlichen Prinzips von Angebot und Nachfrage. Sie wollen nicht mal einen Rahmen für Mietabschlüsse bieten. Sie wollen Mietabschlüsse diktieren. Das ist fast eine Reduktion der Vertragsfreiheit auf null. Das ist weder richtig noch verfassungskonform. Solche Sachen wird es mit Sozialdemokraten hier nicht geben. Und dann fordern Sie zweitens Mieterhöhungen im Bestand nur noch zum Ausgleich der Inflation. Und ich bitte uns, dass wir uns alle mal vorstellen, was los wäre, wenn wir eine solche Regelung morgen einführen würden. Dann würden wir nämlich genau diejenigen bestrafen, die in den letzten Jahren, im letzten Jahrzehnt auf Mieterhöhungen verzichtet haben. Es gibt ja nicht nur den einen bösen Vermieter und den guten Mieter. Ich kenne auch viele Vermieter, die wissen, mein Mieter hat ein kleines Einkommen. Ich habe seit Jahren deswegen auf Mieterhöhungen verzichtet, damit die Person in meiner Wohnung bleiben kann. Und wenn wir diesen Personen jetzt sagen, wenn die Person der Mieter mal ausgezogen ist, dann darfst du ja keine Mieterhöhung nehmen und darfst dann auch nur noch die Inflation ausgleichen. Dann wird diese Miete dauerhaft weit unter der ortsüblichen Vergleichsmiete bleiben. Und der eigentlich sozial ist am Ende der Bestrafte. Das kann nicht richtig sein, meine Damen und Herren. Und dann kommt immer wieder der Punkt, Neubauten sollten auch unter die Mietpreisbremse fallen. Und ich sage, auch für die SPD die jetzige Regelung, sie auszunehmen, ist die richtige Regelung. Denn eine Mietpreisbremse schafft keinen zusätzlichen Wohnraum. Sie lindert das Symptom, aber wir müssen die Ursache bekämpfen. Und die Ursache bekämpfen wir nur, indem wir Angebot und Nachfrage wieder ins richtige Verhältnis bringen, indem wir Anreize für Neubau setzen und sie nicht noch zusätzlich blockieren. Und ich sage Ihnen auch, eine Mietpreisbremse ist durch diese Regelung bei weitem nicht gefährdet. Wir haben 42 Millionen Bestandswohnungen und jedes Jahr kommen ca. 250.000 Neubauwohnungen dazu, in Prozentzahlen gesprochen 0,6%. Wer da von einer Gefährdung der Mietpreisbremse spricht, ich glaube, der macht sich selbst was vor. Wir tun
auf dem Mietmarkt, was wir tun können. Wir versprechen nicht das Blaue vom Himmel, eben weil wir wissen, es gibt keine kurzfristigen Lösungen. Der Mietmarkt, die Entspannung auf dem Mietmarkt ist ein langfristiger Prozess. Die Botschaft des heutigen Tages der Großen Koalition ist aber auch, wir sind bereit, diesen Prozess anzugehen. Vielen Dank. Das sagt Dennis Rohde für die SPD-Fraktion. Und auch der letzte Redner in diesem Tagesordnungspunkt kommt von den Sozialdemokraten, Ernst Dieter Rossmann, der Sprecher für Bildung und Forschung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Kollege Rohde hat sich ja eben trefflich mit dem Antrag der Linken auseinandergesetzt. Ich will trotzdem sagen, ich finde es gut, auch wenn es 96 Minuten sind, dass wir uns mit der Lage von Wohnversorgung in Universitäts- und Hochschulstädten einerseits und der Situation von Studierenden andererseits hier auch auseinandersetzen. Und man lernt auch dazu. Man lernt dazu zwischen dem, was Kollegin Gurke von München berichtet hat und dem, was der Kollege Möhring sehr inhaltlich aus Köln als Anregung auch mit eingebracht hat. Ich selber komme nicht aus der Universitätsstadt, komme aus einem Kreis Pinneberg, der liegt in der Metropolregion Hamburg. Und selbstverständlich wird in Hamburg auch in dem Ausbauprogramm für Wohnraum der studentische Wohnraum mit berücksichtigt. Und trotzdem war es wichtig, dass auch in einer Randstadt wie Pinneberg, selbstverständlich ein gemeinnütziger Wohnungsbauträger mit einem freien finanziell zusammen überlegt hat, ob man nicht in einer Entfernung von 20 Kilometer zur Universität auch eine Rate studentischen Wohnraum mit ein großes Neubauvorhaben mit integrieren kann. Und ich werbe ausdrücklich dafür, dass das dann auch ein Anliegen ist, was wir alle als Abgeordnete mit haben. Es nicht zu delegieren, sondern das ist eine Metropolenfrage. Das ist auch eine Frage des Gesamtnetzes. Und müssen Studenten nur immer im Zentrum wohnen, was sicherlich das Schönste ist? Der Kollege von Ihnen hat es ja mit angesprochen. Oder geht es nicht auch in der Verbindung zwischen Wohnen in einer Randlage, aber einem guten öffentlichen Nahverkehrsangebot, einer Infrastruktur, darüber auch ein Problem mit zu lösen? Diese Werbung ist eine Aufgabe, die wir auch mit haben, um auch Verständnis für die besonderen Bedürfnisse im studentischen Wohnen mit anzusprechen. Und Frau Magwas, ich bin da nicht ganz so mit Ihnen überein. Natürlich ist es richtig, dass sich Studierende das Wohnen neben dem Institut eigentlich wünschen, in der lebendigen Hochschulkultur. Und das müssen wir auch erhalten. Und sie wünschen es sich nicht in der Masse in Studentenwohnheimen. Auf der anderen Seite freuen wir uns, wie viele Studenten aus anderen Ländern zu uns kommen, für die das Studentenwohnheim genau die Eintrittskarte ist, wo sie sich am ehesten mit einbinden können, angenommen fühlen. Es ist deshalb auch so wichtig, studentischen Wohnheimbau weiter mit zu fördern. Und es ist ja nicht so, auf die Linke noch mal konstruktiv eingegangen, dass dort nichts in den Ländern passieren würde. Ich erinnere noch, wir erinnern noch Mitteilung des Deutschen Studentenwerkes, wo dann immer nur 2, 3 Länder engagiert beim Wohnheimbau mit genannt wurden. Da war an der Spitze Bayern, mittlerweile ist das abgelöst durch NRW. Aber es ist auch Baden-Württemberg beim Studentenwerk mit genannt. Und sie können gehen bis zu 9 Ländern mittlerweile, die sich engagieren als Länder im Studentenwohnheimbau. Und wenn es dann noch 16 würden, ist es auch gut. Aber umgekehrt wissen wir, dass es dort eine differenzierte Bedarfslage mitgibt. Und ich will gerne das eine reflektieren von den Grünen. Ja, ist es denn wirklich gut, wenn wir jetzt bei der Wohnpauschale nach Wohngeldklassen differenzieren? Ein Gedanke, den wir auch mal mit hatten. Oder kommt nicht dort doch das mit zum Tragen, was auch Kollege Möhring mit angesprochen hatte? Das ist unter Umständen dann auch ein mit hinausgehen, an Studienorte geht, kann, wo es nicht so teure Wohnversorgung mitgibt. Ich weiß, dass das eine Abwägung ist, aber wir werden diese Abwägung mitmachen müssen. Und wenn wir dort auch andere Sozialleistungen wie das BAföG nicht nach Regionen differenzieren, sondern es einheitliche BAföG-Sätze gibt, schließt das vielleicht auch ein, die Wohnpauschale. Man kann es auch anders denken, aber ich werbe dafür, dass wir genau die Kapazitäten auch anreizen, die es ja im Übrigen an Hochschulstädten, auch im Wohnumfeld von solchen Hochschulstädten mitgibt. Die letzte Bemerkung, gerade wenn es so ist, dass wir hier heute auch Anregungen mitnehmen konnten, dann können die auch aus dem Parlament herauskommen in Sachen BIMA, in Bezug auf die Allianz, die auch die Bundeswohnungsbauministerin machen will, sicherlich das Werben auch speziell bei den gemeinnützigen Wohnungsgesellschaften, die in den Dialog mit einbeziehen. Und wir selber lassen uns ja ein kleines Hintertürchen auch offen, wenn wir bei der Grundgesetzänderung zum 91b Bildung, wo bisher die Förderung von sozialen Belangen ausgeschlossen war, in der Begründung mittlerweile schon den Weg dahin gefunden haben, dass es grundsätzlich
ein Anliegen der Länder ist. Also auch Ihre Anregung, mindestens es im Hinterkopf zu haben, dass wenn es mal Konjunkturinvestitionsbedarfe gibt, auch das ständische Wohnen dabei mitzuhaben, lässt sich nach der Grundgesetzänderung, die wir zum Ende des Jahres vornehmen, sehr wohl damit umsetzen. Was bleibt ist, Oliver Kaczmarek hat es am besten, finde ich, auf den Punkt gebracht, eine Strategie der Vielfalt. Jeder an seiner Stelle das Maximale tun, was man für studentisches Wohnen ermöglichen kann. Und damit vielen Dank. Sehr verehrte Damen und Herren, das war Ernst-Dieter Rossmann. Letzte Worte zu dieser Debatte.